Hallo und herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Veranstaltung Berlin bleibt feministisch, ein Generationendialog. Mein Name ist Simone Habel, ich bin freie Mitarbeiterin im Gunnar-Werner-Institut. Die folgende Veranstaltung ist Teil des Events Dare the Impossible, wage das Unmögliche, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten. Zusammen mit dem Missy-Magazin haben wir vom GWI zu dieser Veranstaltungsreihe eingeladen. Diese Veranstaltungsreihe soll die Vielfalt feministischer Forderungen sichtbar machen, vor allem auch, weil feministische Ideen und Kritik in der öffentlichen Wahrnehmung vielfach auf sehr wenige Themen reduziert werden. Feminismus heißt dann zum Beispiel Quote oder Vereinbarkeit. Dabei ist Feminismus natürlich kein Thema, sondern eine Perspektive. Feminismus oder besser Feminismen bedeuten Kritik am gesellschaftlichen System, an Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Ausgrenzung. Dabei bleiben Feminismen aber natürlich nicht bei dieser Kritik einfach stehen, sondern zeigen auch gesellschaftliche Alternativen auf und formulieren neue Forderungen. Für ganz viele aktuelle Themen und Herausforderungen brauchen wir daher feministische Antworten, die es auch vielfach schon gibt. Daher wollen wir hier mit Dare the Impossible, wage das Unmögliche, feministische Forderungen und Ideen für das 21. Jahrhundert sichtbar machen. Wir werden hier eine ganz große Vielfalt an Themen feministisch bearbeiten. Also wenn Sie schon mal ins Programm geschaut haben, da gibt es eine Menge unterschiedliche Themen. Und wir wollen da auch Forderungen diskutieren und benennen. Dazu haben wir VeranstalterInnen, verschiedene KooperationspartnerInnen gewonnen, die jeweils dazu arbeiten und uns mit ihrer Expertise sehr unterstützt haben. In der jetzt gleich folgenden Veranstaltung geht es um feministische Forderungen früher und heute. Unsere heutigen Forderungen für das 21. Jahrhundert entstehen natürlich nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern entstammen einem bestimmten zeitlichen Kontext und haben natürlich auch eine Geschichte. Für die Forderungen von morgen braucht es daher auch den Blick zurück. Wofür wurde früher gekämpft und wofür wird heute gekämpft und mit welchen Mitteln? Kann aus dem Früher für das Heute gelernt werden oder muss jede Zeit ihre eigenen Erfahrungen machen? Jüngere und ältere AktivistInnen treffen sich häufig an sehr verschiedenen Orten. Und damit entstehen sehr wenige Gelegenheiten zum Austausch über genau solche Fragen, aber auch um mögliche Bündnisse zu diskutieren. Daher wollen wir jetzt hier im Folgenden einen Generationendialog anregen. Wir haben dazu hier, wie ich finde, zwei sehr spannende und wichtige AktivistInnen, die zu verschiedenen Zeiten feministisch gewirkt haben und auch für sehr unterschiedliche Momente feministischen Engagements stehen. Und ich freue mich sehr auf den Austausch zwischen den beiden AktivistInnen und bin sehr gespannt auf die Impulse, die wir daraus ziehen können. An dieser Stelle möchte ich jetzt noch schnell allen danken, die daran mitgewirkt haben, dass diese Veranstaltung zustande kommen konnte. Das sind sehr viele, deswegen ist es schwierig, jetzt alle einzeln zu benennen, aber ich möchte jetzt noch einige hervorheben. Zuerst einmal die KollegInnen des Tagungsbüros, die mit sehr viel Engagement dafür sorgen, dass hier alles sehr gut organisiert und entspannt für alle stattfinden kann. Dann ganz vielen herzlichen Dank an Christiane Bornschitt vom Gunnar-Werner-Institut für die ganze viele Arbeit hinter den Kulissen. Und auch einen ganz großen Dank an unsere Podiumsgäste, die gleich nochmal ausführlich vorgestellt werden. Und dann möchten wir uns auch noch sehr herzlich bedanken bei den beiden DolmetscherInnen, die dafür sorgen, dass auch unsere internationalen Gäste hier teilnehmen können und sich einbringen. Vielen Dank. Und zum Schluss habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Bei dieser Veranstaltung werden Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von Rundfunksendern wie auch für Veröffentlichung der Heinrich-Böll-Stiftung und ihrer PartnerInnen gemacht. Das ist eine. Und zum anderen wollte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie Auswertungsbögen finden am Ausgang oder auch auf Ihren Plätzen, ich glaube am Ausgang. Und wir werden uns sehr, sehr freuen über ein Feedback zu dieser Veranstaltung, was Ihnen hier gefallen hat, was Sie nicht so gut fanden und dass Sie dann einfach diesen Evaluationsbögen ausfüllen und uns unten bei dem Infodesk, das Sie sicher alle gesehen haben, einfach in eine Box reinschmeißen. Schließlich noch, wenn Sie Fragen organisatorischer oder anderer Art haben, können Sie einfach unten sich an das Infodesk wenden. Das sind die KollegInnen vom Gunda-Werner-Institut und helfen Ihnen da gerne weiter.
Und jetzt übergebe ich an Claudia Neusüß, die diese Veranstaltung moderiert und werde sie aber vorher noch mal kurz vorstellen für alle, die sie noch nicht kennen. Claudia Neusüß ist Miteigentümerin und Geschäftsführerin der Compass Orange GmbH, einer Agentur für zeitgemäße Personal- und Organisationsentwicklung. Sie ist als Beraterin, Dozentin und als Coach tätig. Außerdem ist Claudia Neusüß Mitgründerin der Berliner Weiberwirtschaft EG und hier langjährig als Vorstandsmitglied und als Aufsichtsrätin tätig. Und 1996 bis 2002 war sie Mitglied des Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung. Und was jetzt besonders für diese Veranstaltung sehr spannend ist, ist, dass sie über 20 Jahre hinweg kontinuierlich Mentorin war und daher quasi so eine gelebte Praxis gelebt hat für Generationendialog und Austausch zwischen den Generationen, was natürlich hier sehr spannend ist für diese Veranstaltung. Und daher freuen wir uns ganz besonders, dass sie heute hier ist und hiermit übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Simone Habel, für die freundliche Einführung und Vorstellung. Auch meinerseits einen ganz herzlichen Gruß, liebe alle. Ich freue mich sehr, heute hier gemeinsam diesen Dialog gestalten zu dürfen und danke nochmal ganz herzlich der Böll-Stiftung, dem GWI, Henning von Bargen, Gitti Henschel, der alten streitbaren Leiterin und der neuen Ines Kappert, die jetzt den Stab übernommen hat und schon auf Spiegel Online kämpferisch zu hören war, doch auch die herrschaftskritische Seite des Feminismus immer wieder zu betonen. Also dank euch und Ihnen allen, dass wir hier gemeinsam zusammengekommen sind. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben hier ein Stündchen miteinander, um in einen Dialog einzutreten. So zwischen den Generationen, muss man vielleicht auch noch ein bisschen ausloten, was das so ist, genau so eine Generation. Aber wir haben auch gesagt, da sitzt man immer hier oben und dann weiß man gar nicht, wer da ist. Ne? Und so ein bisschen den Eindruck zu kriegen, wer da ist, das würde ich jetzt auch mal hier für uns auch gucken, ne? Und für Sie und euch untereinander. Ich frage jetzt mal, wer würde denn sagen, so, ich bin gefühlt unter 25? Ja, ne? Es war absichtsvoll. Fühlt sich heute an wie unter 25. Da wird jemand sehr Kleines hochgehalten. Ne? Willkommen. Ja? So, und jetzt so zwischen 25 und 35 nochmal Hand hoch. So in echt. Ihr könnt euch aber mehrfach melden. Nicht? So ist das mit den multiplen Identitäten. Ja? Okay. Zwischen 35 und sagen wir mal 50. Ja? Okay. Zwischen 50 und 70. Hey, okay, 70 plus, ah, da schmunzeln einige, okay, haben wir einen ersten Eindruck, ne? So, ja, ich frage aber nochmal weiter, was mich natürlich auch interessiert, wer im Raum wird denn hier sagen, ich bin Feministin, Feminist, na klar, Hand hoch, boy, ja, was machen wir hier, ne? So, gut, ich frage jetzt aber Gegenprobe, wer sagt denn, vielleicht, weiß noch nicht. Ah, okay. Ja. Wie fühlt sich das so an, wenn man nur als Einzelner eine Hand hochhebt? Der ist impossible. Der wäre impossible. Okay, irgendjemand im Raum sagt, nee, Feminismus also echt nicht. Ist, ihr dürft. Ist in Ordnung. Ja? Ist nicht gekommen. Ne? Sag mal nochmal einmal ganz wichtig, weil wir auch im Vorfeld gefragt, wer hat denn so welchen Hintergrund? Wer sagt denn, Wissenschaft ist meins? Macht mal auch hier wieder mehrfach, dürft ihr. Ja, Wissenschaft ist, da bin ich unterwegs. Ja, Politik, wer sagt Politik? Politik ist mein Feld. Ja, im weitesten Sinne. Ja, Wirtschaft, Privatwirtschaft, Kleinunternehmen, selbstständig, ja, Großunternehmen. Ne? Okay, ja, hier, die tunesischen Gäste, da sind mehrfach die Hände hochgegangen. Ja, okay, Gewerkschaften im Raum. Sagen so, doch, mein Einsatzort ist Gewerkschaft. Wieder die tunesischen Gäste, nicht? Also die gesamte Gewerkschaftsfrage ist heute in tunesischer Hand, wenn ich das richtig sehe, ja? Wo ist Helga Lukoschat von der EAF? Dort, ja? Also gut, also wenn wir da Fragen haben. Kirche, wer sagt denn, Kirche ist ein Kontext für mich, da bin ich aktiv? Weil letztens auf einer Veranstaltung, da ging es um das Thema Bündnisse, da wurde gesagt, ne, vergesst die Kirche nicht. Hand hoch, einmal dort, ja? Zwei Hände sehe ich. Aha, gut, Zivilgesellschaft, Verbände? Sagt, das ist meins. Ja, okay. So, und gibt es irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe? Musik, Kultur?
Ja, genau, Musik, Kultur, ja. Und noch irgendwas gar nicht vorgekommen? Na, was denn? Technik. Gut, wer sagt, Technik ist meins? Da hinten ist auch mehrere, ja, mehrere und ganz da hinten und ohne euch geht gar nichts heute, ne? Gut, also jetzt haben wir einen kleinen Eindruck hier vorne, ja, und wissen, wer so ein bisschen im Raum ist und ihr auch und sie auch voneinander. Und jetzt stelle ich euch als nächstes hier die Gäste hier vorne vor. Das ist einmal zu meiner Linken Christina Perincioli. Christina ist 46 in Bern geboren, Schweizerin von Geburt, ja, noch Schweizerin eigentlich, noch Schweizerin, aber in der Nähe hier in Berlin ansässig mittlerweile und hat ab 68 in Berlin an der Deutschen Film- und Fernsehakademie studiert, die es noch nicht so leicht hat, mal eine Frau an die Spitze zu kriegen, ne, wie noch jetzt überlegt, gerade es wieder probiert hat, ne? Ja, ein langer Kampf, aber ne, kritische Hochschule. Und hat viele wichtige Spielfilme in der Zeit gemacht für Frauen. Erste Kapitel, Verkäuferinnenstreik, Anna und Edith, da geht es um Frauenbeziehungen am Arbeitsplatz. Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Wer kennt das? Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Wir müssen mal einmal gucken. Ja, doch, viele. Ne? Da haben ja auch ne, viele auch vorhin in der Generation die Hand gehoben. Ne? Also, ja, jetzt meldet sich die ganz junge Generation. Ist in Ordnung. Ja? Wenn ihr ein Mikro braucht, da hinten sagt einfach Bescheid. Ja? Also viele wichtige Filme, viele wichtige Denkanstöße geliefert. Sie war Mitgründerin der Lesbenbewegung, 72 des Berliner Frauenzentrums, 73 des ersten Vergewaltigungsnotrufs, 77 und heute gibt es ein Buch von ihr, Berlin wird feministisch, ist ganz frisch erschienen und gibt uns ja auch den Namen hier für das Podium. Also für alle, die es noch nicht kennen, es ist zu kriegen, wo sie nochmal die Zeit zwischen 68 und 74 ein bisschen genauer ausgeleuchtet hat. Was war eigentlich da so los und was ist da ins Leben gerufen worden? Und eine Sache möchte ich auch noch erzählen. Als ich vor einigen Jahren als Dozentin an der TU Berlin einen Kurs gegeben habe, wo ich gefragt habe, bitte sucht euch doch mal alle Helden oder Heldinnen aus, kam ein großes Spektrum an Helden und Heldinnen zustande und ein junger Mann hat gesagt, meine Heldinnen vielmehr sind Christina Perincioli und Cilli Rentmeister. Und das fand ich sehr interessant, ein junger Mann Mitte 20 und auf diese Art euch oder sie wieder zu begegnen, hat dann einen Vortrag gehalten, was das Heldinnenhafte für ihn ist. Und es war die Lust an der Veränderung, wenn ich das sagen darf, die ihn ganz besonders imponiert hat. Aber er hat sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Soweit. Christina, ich finde einmal einen großen Applaus für Sie als Gast heute hier. Ja, und dann mache ich weiter mit dem nächsten tollen Gast. Sie hat gesagt im Vorfeld, sie ist ein ganz klein bisschen aufgeregt. Ist sie noch da? Nee, ganz so, mikrobisch. Ja, wir wissen ja gemeinsam, was man macht, wenn man aufgeregt ist. Sollen wir es einmal zusammen machen, Magda Albrecht? Komm, einmal zusammen. Nur falls ihr es mal irgendwann in eurem Leben braucht. Ne? Es wird was aufgeregt, dann machen wir Pferdeschnauben. Aber es machen die Sängerinnen, hast du mir gesagt. Gut, also Magda Albrecht ist politische Bildnerin. Sie ist Mitglied des Gemeinschaftsblogs und feministischen Vereins Mädchenmannschafts. E.V. ist Bloggerin, ne, sagt man so. Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit queer-feministischem Aktivismus, Körpernormierung und Strategien zur Selbstermächtigung. Also Empowerment ist ein wichtiges Thema. Ist 86 geboren. Wann hast du gesagt? Bachelor 2013? Nur so ein bisschen zur Orientierung? Masterabschluss war das dann schon. Okay. Gut, Magda hat außerdem noch viele andere Kompetenzen, ne? Kann ich gar nicht alle. Es gibt eine ganz starke musikalische Ader. Wie heißt deine Musikgruppe? Meine Musikgruppen? Gruppen. Das ist wie mit den Feminismen. Ne? Sagen wir mal, meine längste Beziehung ist die Beziehung in meiner ersten Band, Totally Stressed. Aha. Vor 15 Jahren, die Hälfte meines Lebens, bin ich jetzt schon in dieser schönen Beziehung. Ich spiele noch in einer Coverband, heute Abend auch, im Tommy House. Kommt vorbei. Leiser heißen wir. Ich mache noch ein paar Akustikprojekte. Ja. Vielleicht sprechen wir da nachher nochmal drüber. Okay.
Also ich denke auch, ne, wir kommen, halten das nochmal fest, dass es da nämlich auch noch die Musik gibt und da ist ja vielleicht auch noch was Verbindendes. Auf eine Art jedenfalls im Vorgespräch hinten im Raum haben mehrere Damen sehr aufeinander zugehend laute Geräusche der Begeisterung ausgestoßen, als sie sich insbesondere der musikalischen Hintergründe vergewissert haben. Nicht? Ja, gut, also wir kommen jetzt hier ein bisschen mal, steigen mal ein in unser Gespräch. Mit dieser Generationengeschichte haben wir auch schon hier und da und vielleicht auch Sie im Vorfeld, was ist so eigentlich eine Generationenzugehörigkeit, wie muss man sich das vorstellen, ist das irgendwie so ein homogenes irgendwas oder ist dann doch mehr Unterschied da in der Sache, als man so denkt, nicht? Also die, und wenn dann jemand sprechen soll, als die Angehörige einer Generation, ist ja auch ein bisschen was dran komisch, nicht? Schauen wir mal, aber trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten auf der anderen Seite, sind gemeinsame Erfahrungen und auch Unterschiede und Alter hat einen Einfluss, aber vielleicht müssen wir uns auch erstmal verständigen, welchen denn da nun tatsächlich genau. Was mich aber als Eingangsfrage interessiert, die Sache mit dem Feminismus oder den Feminismen, wie sah das denn so bei euch aus? Wann habt ihr denn gefunden oder gesagt, so jetzt aber werde ich feministisch? Christina, willst du beginnen? Ich würde gerne. Magda, mit, okay, achronologisch. Vielleicht habe ich auch nicht so viel zu erzählen, ja. Weil ich noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel habe. Nein. Genau. Also ich werde nächstes Jahr 30, um euch quasi so eine Nummer zu geben, mit der ihr arbeiten könnt. Feministisch, es gab jetzt nicht einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, yeah, ich bin Feministin. Ich kann aber sagen, dass ich relativ früh eine Sensibilität für Geschlechterverhältnisse entwickelt habe. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen, da gab es dann doch auch unterschiedliche, sagen wir mal, Anrufungen, was ein Mädchen oder ein Junge zu tun hat oder zu lassen hat. Ich habe relativ früh angefangen, Musik zu machen, mit 14, 15 in Ostberliner Jugendclubs. Und die sind sehr männlich dominiert. Und wenn man dann in einer Band spielt, wo ausschließlich junge Mädchen drin sind, hört man eine ganz schön große Menge Scheiß. Um es mal zusammenzufassen, also so das Harmloseste noch, ja, für eine Mädchenband seid ihr ja ganz gut. Oder beeilt euch mal ein bisschen beim Soundcheck, das ist kein Kaffeekränzchen hier. Also die volle Bandbreite, was man als junge Frauen in der Musik hört, kann ich präsentieren und könnte, glaube ich, einen 3-Stunden-Vortrag darüber halten. Das heißt, da war auf jeden Fall eine Sensibilisierung dafür da, dass sowas wie Geschlechterverhältnisse gibt, auch wenn ich es so noch nicht benannt habe in den Jahren. Ich habe angefangen mit 20, glaube ich, zu studieren in Berlin. Ich habe Amerikanistik studiert und habe mich viel auf diese Trias Gender, Race und Class, also Gender, Race und Klasse konzentriert. Bin in die USA gegangen für ein akademisches Jahr und habe viel mich auf Soziologie und Politik konzentriert, viel zu soziale Bewegungen geforscht und nachgedacht und bin dort auch in politischen Gruppen aktiv geworden. Und das habe ich vorhin schon erzählt. Ich hatte das Wissen, dass es so etwas wie eine feministische Bewegung oder Bewegungen schon vor mir gab. Das ist vielleicht etwas, worüber wir heute noch sprechen, ob dieses Wissen in jeder Generation so da war. Ich hatte dieses Wissen, aber natürlich war das noch nicht besonders ausgereift, sondern ich musste mir meine Quellen suchen, welche Feminismen, in welchen Feminismen ich auch, mich auch wohlfühle, weil es ja nicht in der Tat so ist, dass wenn man in einen feministischen Kurs geht oder in einen Gender Studies Kurs oder in einen Frauenkurs oder wie auch immer die Universitäten das benennen, dass man auf diverse Feminismen zugreifen kann. Relativ früh wurde ich in der Universität mit rassismuskritischen Perspektiven in Berührung gebracht und ein bisschen später dann auch mit lesbischen Perspektiven, die nicht unbedingt immer sehr selbstverständlich in jedem Curriculum drin sind. Da muss man in der Tat ein bisschen suchen. Ich kam dann zurück nach Berlin 2009 und dann habe ich in dieses Internet bei Google Gender und Blog eingegeben, weil ich gedacht habe, ich bin zurück, ich bin politisiert, die Revolution muss beginnen, hier muss was geschehen, ich möchte aktiv werden. Ich habe also Gender und Blog eingegeben und kam damals auf den einer der wenigen feministischen Blogs, die damals existierten, der Gender-Blog, habe ein paar Einträge dort geschrieben und bin dann relativ schnell zur Mädchenmannschaft gewechselt. Weil auf der Mädchenmannschaft, da ging es ab damals. Da wurde viel diskutiert, dass der Blog Mädchenmannschaft ist 2007 oder 2008 entstanden aus einem Buchprojekt von drei Autorinnen,
das Buch Wir Alpha-Mädchen, warum Feminismus das Leben schöner macht. Den Untertitel finde ich ein bisschen schöner als den Haupttitel. Die haben gesagt, wir wollen das nicht bei einem Buch stehen lassen, wir möchten die Debatten tagtäglich in Blogs führen. Und dann war ich auf der Mädchenmannschaft ab 2009. Im Juli 2009 kam mein erster Eintrag vor knapp 7 Jahren. War das dann jetzt? Oder 6 Jahren? 6 Jahren. Mathe war auch nicht so mein Ding. Und ja, bin seitdem quasi mittendrin. Nicht nur im Netz. Also natürlich sind viele Debatten im Netz, viele Diskussionen. Sondern bin auch in verschiedenen Politgruppen aktiv gewesen. Zum Beispiel in der Ladyfest-Organisationsgruppe. Habe immer weiterhin Musik gemacht. Auf vielen Konzerten gespielt, die einen feministischen Anspruch haben. Und ja, heute sitze ich hier. Genau. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank, Magda, erstmal für den Einstieg. Jetzt haben wir eine erste Idee, ja, wie das so kam mit dem Feminismus. Jetzt gehen wir mal zurück an Christina, wie es bei ihr so ging. Ja, was war denn bei dir Auslöser? Was hat dich begeistert? Ja, der Punkt, in erster Linie muss man ja sagen, das Wort gab es erstmal nicht. Es gab ja keine Frauenbewegung jetzt in dem Sinn, es gab auch kein... keine Erinnerung an frühere Frauenbewegungen. Also natürlich haben wir Clara Zetkin irgendwie gekannt oder die eine oder andere bürgerliche Frau, Helene Lange. Das sind alles Sachen, die uns nicht gerade sehr inspiriert haben. Es gab zu der Zeit 68 bis 74, die ich hier beschreibe in dem Buch, und die eben dann in der Folge die Bewegung in Bewegung brachte, gab es am Anfang nur so Parolen. Also zum Beispiel, Frauen, erhebt euch und die Welt erlebt euch. Das war dann so ein Kleber, den hat man nach Hause gebracht, ins Klo gehängt und so weiter. Oder es gab den Kleber, die militanten Panthertanten Terror schon vorausgekannten. So, also diese Fraktion. Dann gab es Helke Sander, die die Kinderläden mit erfunden hat und in der Filmakademie ebenfalls anwesend war. Und die kam dann zu mir und sagte, du bist auch zuständig für Kinder, du musst dich verantwortlich fühlen dafür und so weiter. So hat sie zu diesem Zeitpunkt die Frauenbewegung gesehen, nämlich sie hatte ein kleines Kind und das war dann dadurch das Thema. Eine ganze Reihe Frauen und ich auch haben sich da also nicht angesprochen gefühlt. Wenn man eben erstmal kinderlos ist und am Anfang des Studiums. Dann gab es die sozialistischen Frauen, den SFB. Das wurde damals so genannt als Durchlauferhitzer. Das heißt, Frauen, die irgendwie auch mitreden wollten in der Linken, die ja damals schon sehr aktiv war, die sind zum SFB und haben dort eine Schulung gemacht von ungefähr einem Jahr. Und da mussten sie wirklich Lenin lesen, Marx und den ganzen Curriculum. Und dann waren sie fit, um sich nicht zu blamieren, wenn sie mit Männern, mit den linken Männern mithalten wollten. Es klingt jetzt so wie ein Witz, aber es war alles sehr ernst. Da bin ich das eine oder andere Mal hin und wir haben die dort nur geärgert. Also wir haben einfach, das war es nicht, das konnte es nicht sein. Aber es gab nichts anderes. So, und dann feministische Gedanken, also jetzt nur die Frau in den Mittelpunkt stellen, das ging gar nicht in dieser Zeit. Man muss jetzt, das war ja die Zeit der vielen, vielen Parteiinitiativen, KPdML, AO und vor allem die DKP, die haben sich alle gegen eine separate Frauenbewegung gestellt, weil das ja die Klasse, die Arbeiterklasse spaltet. Die Frauen werden dann befreit, wenn der Sozialismus kommt, das ist dann alles automatisch. Deswegen brauchen wir keine Frauenbewegung. So, ich sage das jetzt nur mal, für viele ist es ein alter Hut, aber man muss das noch mal sich klar machen, wie schwer, wie groß die Widerstände waren, überhaupt einen feministischen Gedanken zu haben. Und dann gab es so Bücher wie Valerie Solanas, die hat man dann auf dem Nachttischchen gehabt oder die hat man
unter dem Tisch gelesen in der Schule, die Zilli. Also das war eine höchst anrüchige Angelegenheit. So feministisch war dieses Buch. Ich weiß von einer Frau, die im Scheidungsgrund des Ehemanns war geschrieben, auf ihrem Nachttisch liegt dieses Buch. So. Also sie wurde trotzdem geschieden dann und hat ihre eigenen Wege, ist sie gegangen. So, das ist also erstmal die Grundvoraussetzung, man kann nicht einfach feministisch werden, man muss erstmal sehr klar sein, dass man was anderes will. Und dann fängt Frau an zu suchen. Und für mich war ein Erlebnis, die Stadtteilgruppe im Märkischen Viertel, die waren Männer und Frauen, die Frauen haben gestrickt und geschwiegen und die Männer haben die großen Reden geführt, mitunter auch zum Beispiel ein Go-In beschlossen. Und ich bin da hingegangen zu dem Go-In mit einer Kamera und wer kam nicht? Die Männer. Es kam kein einziger Mann. Es waren nur die Frauen da. Die Frauen haben das Go-In gemacht und sie waren grandios und sie waren so laut, wie ich nie vermutet hätte. Und das hat mir unglaublich Auftrieb gegeben, zu sehen, dass es Frauen gibt, die zwar die ganze Zeit still sind, aber eine unglaubliche Power im Hintergrund haben. Und mit diesen Frauen habe ich mich dann den ganzen Sommer getroffen und wir haben diesen Film für Frauen, erstes Kapitel, zusammen entwickelt. Und wir haben es gedreht mit einem Frauenteam. Das gab es auch noch nicht vorher. Alles so öffentliche Demonstrationen auch, dass Frauen Sachen können und auch ihre eigenen Belange selbst umsetzen. Es gab den einen oder anderen Frauenfilm oder Film über Frauenthemen damals. Es haben ausschließlich Männer gemacht. Deswegen hat mir damals gesagt, wir brauchen keine liberalen Männer, die unsere Themen im Film zeigen. Wir wollen das Geld in unsere eigene Hand, um die eigenen Filme zu machen. War so eine Forderung. Ich rede jetzt von 72. So, wie wurde ich denn nun feministisch? Da waren diese vielen Frauen, die irgendwas anderes wollten und die waren laut hörbar und hatten eine irre Power. Das habe ich jetzt schon gehört. Genau, ja? Und mit denen habe ich den Film gemacht. Das war ein Erfolg. Die Frauen haben unglaublich viel Power aus diesem gemeinsamen Arbeit genommen. Und die eine mit 7 Kindern hat sich scheiden lassen. Die nächste hat mit der Unterstützung ihres Mannes das Abi nachgemacht und hat dann angefangen zu studieren. Also es kam sehr viel Bewegung rein in diese Verhältnisse. Und vor allem nach dem Film wollten sie immer weiter miteinander zusammensitzen. Und jetzt ging es nicht mehr um gleichen Lohn, was vorher so das Thema war, sondern es ging vor allem um die häusliche Problematik, die Sexualität, die Unterdrückung im Bett, das war eigentlich das, was sie am meisten gedrückt hat. Und da haben wir gesagt, das wird Kapitel 2, also für Frauen Kapitel 2. Ich habe daraus damals den Schluss gezogen, dass wir einen größeren Rahmen brauchen für genau diese Frauen. Also wir brauchen ein Frauenzentrum, das Wort gab es noch nicht, wo diese Frauen alle zusammenkommen können und je nach ihren Bedürfnissen ihre Gruppen bilden und sich in größeren Rahmen unterhalten können. Da war es klar, wir brauchen sowas. Und daran haben wir dann gearbeitet und ein Jahr später hatten wir es. Ich glaube. Ja. Ich frage mal gerade Magda dazwischen. Magda, wenn du das so hörst, was Christina erzählt aus der Zeit, was da die Themen waren, was wichtig waren, gibt es da eine Frage oder was dich umtreibt? Oder so verglichen mit dem, was du über die Zeit weißt, wenn du das so hörst? Eine Frage. Du hattest ja schon ein bisschen erzählt, dass die Themen, die in der losen Gruppe, die sich da quasi zusammengefunden hat, viel mit dem persönlichen Leben der Teilnehmerin zu tun hatte. Du hast häusliche Gewalt angesprochen und die Sphäre der Sexualität. Das gab es noch gar nicht. Das gab es noch nicht als Thema. Okay, das heißt, das war ganz am Anfang. Ja. Also, okay. Aha.
Schauen wir mal, also ein bisschen wollen wir ja Rahmenbedingungen abklopfen. Was war damals los? Was waren die Themen? Was waren eure eigenen Motive? Gucken wir mal auf die Situation von dir heute. Ja? Also, du hast das gehört. Ja? Wie würdest du sagen, was ist Feminismus heute, Lebensrealität der Frau? Was ist es da? Was macht's aus? Das ist eine riesengroße Frage, weil es gibt so viele feministische Themen, wie es FeministInnen gibt. Also jedes Thema, was einer Feministin auf der Seele brennt und was etwas auch mit Gesellschaft zu tun hat, ist ein feministisches Thema. Mhm. Würdest du da nicht zustimmen? Ach so. Na? Okay. Ich würde sagen, dass die politischen Kontexte, in denen ich unterwegs bin, dass wir schauen, Gesellschaft möglichst komplex zu analysieren. Also in dem Sinne von, was ist meine Lebensrealität und was sind die Themen, die mir auf der Seele brennen und die mir wichtig sind, aber was sind auch die Lebensrealitäten von meinen Mitstreiterinnen? Mhm. Haben die vielleicht Themen, die mich gar nicht betreffen? Also ein großes Thema in der queer-feministischen Szene ist Rassismus. Mhm. Die queer-feministische Szene in Berlin ist sehr weiß dominiert. Und das ist kein neues Phänomen, aber es ist trotzdem, ich würde sagen, in den letzten Jahren ein großes Thema, nochmal wieder geworden quasi, antirassistische Kritik von schwarzen Menschen und Menschen of Color, die einfach gesagt haben, Queer-Feminismus, klar, wir sind gegen Heteronormativität, gegen Sexismus, gegen Transdiskriminierung. Spielt Rassismus da eine Rolle? Wird Rassismus mitgedacht? Und auch vielleicht spezifische Erfahrungen von Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Das sind aber keine, ich würde das jetzt nicht markieren als etwas, was wir erfunden haben oder was neu ist. Also das sind Antirassismuskritik zum Beispiel oder Heteronormativitätskritik haben wir ja nicht erfunden. Das ist etwas, was Feministinnen schon immer kritisiert haben, wenn es sie betroffen hat, vor allen Dingen. Ich würde dann eher davon sprechen, dass bestimmte Thematiken oder Perspektiven auch vielleicht so ein Wiederaufleben haben. Und für Berlin und die queer-feministische Szene würde ich konstatieren, dass Rassismuskritik ein wichtiges Thema ist, was in den letzten Jahren größer geworden ist, aber wie gesagt kein neues Thema ist. Gut. Da wird ja auch auf Wissen zurückgegriffen, was Aktivistinnen vor 40 Jahren niedergeschrieben haben oder gar vor 150 Jahren. Also als Beispiel Sojourner Truth, US-amerikanische Antirassistin und Feministin, hat schon vor, also um 1850, glaube ich, gesagt, ne, diesen ganz berühmten Satz, ain't I a woman, also bin ich keine Frau. Was heißt Frau sein? Wird Frau sein gedacht als weißes Oberschichtsfrauenidee oder welche Realitäten kommen vor, wenn wir von den Frauen sprechen? Und das ist kein neues Thema, aber es ist ein Thema, was heutige Feministinnen natürlich immer noch bewegt. Okay, Christina hat schon mal zwischendrin ein bisschen auf dem Halt, genau, ja, hat schon geraschelt, ja. Die Sache mit, ja. Genau. Weiße Oberschichtsfrau. Erstmal das Stichwort. Damit hat man auch damals, also von der Linken, uns immer die Keule aufs Haupt gehauen. Denn wir sind natürlich weniger wert als eine Arbeiterfrau, weil die ist ja wirklich unterdrückt. Also das heißt, was wir als bürgerliche Frauen so meinen, was gut wäre für Frauen, das ist wirklich zweitrangig. Das heißt, es war immer eine Form auch der Unterdrückung, diese von der Klassenseite aus zu argumentieren, sei du mal ruhig. Von der rassistischen Seite aus kann man das natürlich auch machen, indem, dazu möchte ich aber grundsätzlich eine Sache bringen. Wir haben damals, vor allem ich selbst, in 1971, wir haben die Black Panther, ich habe die gelesen von vorn bis hinten, das war für mich das Buch der Inspiration für Frauenbewegung. Jetzt ohne, dass wir eine hatten, aber das war eigentlich der richtige Mutmacher. Ich habe natürlich Marx, Engels und so weiter, die waren immer präsent, aber ich wusste, ich finde dort nicht die Inspiration für unsere Zustände heute. Aber gleichzeitig waren die Black Panther damals sehr aktiv in den USA und haben sehr viel auf die Beine gestellt. Und ihre Inspiration haben sie wiederum geholt von Frantz Fanon. Das ist ein algerischer Arzt, der
also ein Arzt, Psychotherapeut ist er, der hat ein Buch geschrieben, die verflixt, sie ist gerade nicht, jedenfalls, aber ich kann... Dann ist noch mal, die Gedanken der Erde. Und also die Verdammten der Erde. Und der hat einen Satz zum Antikolonialismus gesagt. Es ging ja darum, dass die Algerier damals noch, oder bis 61, 62, gegen die Franzosen gekämpft haben und sich unabhängig gemacht haben. Und diese Zeit hat er also mitgefochten und hat als Psychoanalytiker dazu geschrieben. Und zwar folgender Satz: Wird einer unterdrückten Gruppe die Identität genommen, verliert sie ihre Selbstachtung. Und das wirkt sich aus dann in Selbsthass, in Unterwürfigkeit, in Autoritätskomplexe, sexuelle Neurosen. Vor allem die Wut geht gegen uns selbst. Wir richten die Wut gegen unseresgleichen und wir versuchen, unsere Würde gegen unseresgleichen zu verteidigen und nicht gegenüber unserem Unterdrücker. Das ist nun ein zentraler Satz, der für die Schwarzen damals den Weg gewiesen hat. Man kann nicht sich immer beklagen, man muss es eben mal in die Hand nehmen und sich frei kämpfen. Und für Frauen ist der Satz natürlich doppelt gültig. Damals und auch heute gibt es ja noch eine große Tendenz, dass Frauen zwar studieren, aber eigentlich doch ganz gerne einen besser verdienenden Mann heiraten. Also das ist dann so quasi ein Ziel, wie man sich einrichtet. Und das bedeutet ja eben, dass man nicht seine Sache selbst in die Hand nimmt und das durchsteht konsequent, sondern sich in Konkurrenz begibt gegen andere Frauen. So, das zum Rassismus. Ich habe die schwarzen Frauen waren für uns ein Vorbild. Und es gab keine schwarzen Frauen jetzt so oder kaum, die jetzt in der Frauenbewegung irgendwie gefördert werden mussten hier in Berlin, sondern die waren in Amerika und haben da ihre Arbeit gemacht und auch Filme. Und das war für uns wichtig zu sehen. Und wir haben sie nicht als bedauernswert oder so erlebt, nicht als Opfer, sondern als Agierende. Und das finde ich ein viel schöneren Zugang zu anderen Rassen als immer dieses wir müssen, dürfen euch nicht diskriminieren. Ja, also ja, es geht, Magda ist da schon ein bisschen kribbelig, will gleich rein. Ich höre, da ist Stoff drin, ne? Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen verstehen wollen. Also ich habe gehört, jetzt mal verstanden. Erst Magda hat gesagt, so, es gibt nicht den einen Feminismus, es gibt verschiedene Feminismen, es gibt auch Dinge unterschiedlich, gleichzeitig in unterschiedlichen Kontexten, um so ein bisschen ein Bild zu kriegen, ja? Und es gibt, wir bauen aufeinander auf, ja, und es gibt auch unterschiedliche Wissensbezüge und Inspirationen, auf die sich einzelne Akteurinnen und Akteure dann beziehen, ja. Trotzdem interessant, ne, der Punkt ist, also, ihr versucht da ja auch ins Gespräch zu kommen, Magda wird ein bisschen unruhig, ich würde ein bisschen besser verstehen, wer noch alles unterwegs war aus der Zeit, in der du geschrieben hast oder über die du geschrieben hast. Ne? Also Black Panther war erstmal als eine Inspirationsquelle, aber die waren in Amerika, die waren nicht, wer waren deine, eure Mitakteurin und wen meinst du, wenn du wir sagst an der Stelle? Ich? Ja? Ja, also wir haben ja mal kurz 1972 die Lesbenbewegung gegründet. Das heißt, es waren sechs Leute, sechs Frauen haben sich zusammengetan und gesagt, das müssen wir anfangen. Und wir haben kleine Zettelchen gedruckt und sind damit in Sub gegangen. Das heißt, im Sub konnte man nicht Flugblätter oder sonst was verteilen, sondern man musste das sehr heimlich tun. Das heißt, auf dem Zettel stand, willst du mitmachen? Wir treffen uns da und da. Und so haben wir das
angefangen. Das heißt, nach dem ersten Jahr, nachdem die Lesbenbewegung in die Gänge gekommen war und wir die Pfingsttreffen gemacht haben und das heißt Westdeutschland nach Berlin kam und die ganze Idee also sich ausgebreitet hat, da fand ich, jetzt reicht's, das hätten wir jetzt schon und jetzt müssen wir auch ein bisschen weiter politisch gehen und auch die anderen Themen, die uns als Frauen, nicht nur als Lesben, als Frauen auf der Seele brennen, auch dafür einen Rahmen schaffen. Und dann haben wir das Frauenzentrum gegründet, auch indem wir eine Anzeige in 100 Blumen gedruckt haben. Und dann kamen 100 Frauen auf einmal. Ja, das ist, die Frage war, wer war das? Die kamen aus der Uni, die kamen aus Freundinnen, Bezüge, die hatten das irgendwo gelesen. Also das ist, war sehr unterschiedlich. So viel studiert haben damals die Frauen noch nicht. Es gab den zweiten Bildungsweg. Das heißt, es hat erst angefangen, dass Frauen in die Unis strömten. Und das war genau die Zeit der Frauenbewegung. Das heißt, viele hatten schon einen Beruf, haben dann studiert und sind dann in die Frauenbewegung gekommen. Das waren also weiße Mittelschichtsfrauen, die das gemacht haben. Okay, so ein bisschen so ein Eindruck, Magda, ne, weil du auch kribbelig warst, wolltest du was sagen. Aber ne, so ein Gefühl zu kriegen, wer war damals unterwegs, ne, und auch zu fragen, was wurde diskutiert, was waren die Themen, was waren vielleicht auch Konflikte. Ne, wenn du da jetzt so drauf guckst, wo bist du eben kribbelig geworden? Ich glaube, ich bin an zwei Punkten, ich bin glaube ich an mehreren Punkten kribbelig geworden, aber ich will ja hier keinen Monolog halten. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, und ich glaube, da würde ich ein bisschen eine andere Perspektive vorstellen wollen, ist nicht Menschen, die darauf hinweisen, dass nicht alle die gleichen Erfahrungen machen und auch nicht alle Frauen die gleichen Erfahrungen machen oder dass es das Klasse zum Beispiel oder Race wichtige soziale Faktoren sind, die in unsere Analysen, unser Denken, unser Reflektieren mit dabei sein sollten, sind die Spalterinnen, sondern die Diskriminierung sind die Spaltungen. So. Und ich glaube, das ist eine andere Perspektive, wenn man so darüber nachdenkt und sagen, es sind rassistische Verhältnisse, die uns auch spalten, die uns einteilen, unsere Körper einteilen und uns auch unterschiedliche Erfahrungen auf den Weg geben. Genauso wie Sexismus uns quasi spaltet, indem es eine ganz völlig irre Einordnung in zwei Geschlechter uns irgendwie vorstellt. Mhm. Das ist eine andere Perspektive und ich glaube, dann würde man auch nochmal, weiß ich nicht, auf andere Antworten kommen. Also es sind nicht Kritikerinnen von einem Feminismus, der hauptsächlich weiße Frauen mitdenkt, sondern der Rassismus ist das Problem. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, da würde ich sogar widersprechen, schwarze Frauen gab es in Deutschland, in Ost und West genauso. Die Poetin Maya Yim ist ein Beispiel, Katharina Oguntoye ist eine Aktivistin, die Professorinnen Maisha Eggers oder Peggy Piesche, die Bücher schreiben und auch Workshops geben oder Vorträge halten, sind Beispiele für Aktivistinnen aus der Frauen-Lesben-Bewegung. Hier ist immer, eben, wir müssen immer bedenken, hier ist immenses Wissen im Raum. Genau, ja? Aber was ich... Wann war das jetzt? 80er Jahre, aber was ich damit sage, die sind ja dann nicht erst geboren, die waren schon da. Also ne, es ist ja hier so ein bisschen gefallen, dass es irgendwie die schwarzen Frauen nicht gab in Deutschland, sondern dann hat man in die USA geguckt, nur so als... So, also ne, diese Frauen gab es halt auch hier. Erstmal vielleicht so viel. Ja. Ich glaube nicht, dass die nichts gesagt haben. Das ist auch immer so ein bisschen eine Frage, wer wird gehört? Ne? So diese wichtige Frage, wer wird gehört, wer kriegt ein Sprachrohr, wer taucht auch in Geschichtsbüchern auf? Ja. Das ist eine wichtige Frage und die ist bis heute noch aktuell. Okay. Vielen Dank. Also Christina Stöhn, ganz klar, wir lassen noch mal kurz sacken. Also, wer wird gehört? Wo gucken wir hin? Was nehmen wir wahr? Ist auch ein Thema für Feministinnen, ja, in ihren Zeiten. Was haben wir gesehen, was haben wir auch nicht gesehen? Ja, oder wie haben wir auf die Dinge geguckt? Ne? Ich habe ein bisschen Christina so verstanden, dass sie sagte, so, ihr war das Akteurinnenhafte so wichtig als Vorbild, ja, und ich erinnere den heftigen Diskurs und Streit in den 80ern darum, eine breitere Perspektive zu der sozusagen zu dem Thema Marginalisierung, Ausbeutung, Unterdrückung, das Thema aktives Handeln, aktiv mittun, Internalisierung von Unterdrückung und Unterdrückung reproduzieren und darin aber auch aktiv sein, mittun, ne? Christina Thürmer-Rohr und so weiter. Also diese Nuancen auch nochmal auszuloten, ja, innerhalb der feministischen Strömung. Ne?
Mich würde nochmal interessieren, jetzt mit Blick auf damals und mit Blick auf heute, also Themen, auch Zugänge, Blicke, Bezüge haben sich vielleicht auch unterschieden, je nachdem, auf welchen Teil man auch guckt von Bewegung. Gab es Konflikte, von denen Sie sagen würden oder von denen ihr sagen würdet, die waren ganz besonders bedeutsam? Also das ist vielleicht schon auch ein Thema, aber sagen so, die waren anstrengend, aber fruchtbar und wichtig zu führen, Christine, in deiner Zeit. Unter Frauen. Magst du es nicht? Genau, doch, ich vergesse es noch. Wir haben, das zeigen die Protokolle der Plenumssitzungen, uns sehr lange noch unglaublich auseinandergesetzt mit den Ansprüchen der Arbeiterbewegung. Das heißt, so ein Kongressbericht, da habe ich das Wort Arbeit mal fett gedruckt, das steht in jedem Satz, es wird mit Frauen gearbeitet und wir arbeiten durch Marx durch und wir arbeiten in Arbeitsgruppen und also das wurde immer sehr stark betont, dass wir doch eigentlich arbeiten und vor allem mit Arbeiterinnen arbeiten. Und immer wieder dieser antikapitalistische Anspruch, mit dem wir als Linke in die Frauenbewegung gekommen sind, das hat uns lange, lange aufgehalten. Das klingt jetzt so, als wären wir alle nicht mehr links gewesen, aber es hat uns weggeführt von unseren eigenen, es hat uns aufgehalten. Wir haben dann gemacht, was wir eigentlich machen wollten, aber es hat uns aufgehalten. So. Und es war auch nicht fruchtbar, würde ich sagen. Es war halt das Erbe oder es war unser Umfeld. Gleichzeitig muss man aber sagen, waren wir gegen den Staat. Das heißt also, Staatsknete hat kein einziges Projekt bis 1974 auch nur daran gedacht, das sowas zu beanspruchen. 1977, als wir den Notruf gegründet haben, da hatte ich vorgeschlagen, ich hatte schon einige Kontakte mit der Polizei, die sehr unerfreulich waren, was Vergewaltigung, also Behandlung von vergewaltigten Frauen betrifft. Und da habe ich der Gruppe vorgeschlagen, dass wir mit der Polizei Kontakt aufnehmen müssen. Die müssen irgendwie mal lernen, warum sie sich anders verhalten sollen. Das war undenkbar. Mit denen reden wir nicht. Gut, dann haben wir es halt nicht gemacht, aber irgendwann mal ist es sicher gemacht worden. Aber so war unsere Einstellung. Man muss auch wissen, 1977, die Entführung, all die Toten und dieser schreckliche Herbst, da auch die ganze Zeit vorher waren wir immer von unter Druck, also Hausdurchsuchungen, das Durchsuchen des Frauenzentrums, die Kartei der Ärzte geklaut und all sowas. Also wir hatten in unserem Privatleben auch ständig den Druck des Staates. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Und deswegen ist diese Datensicherheit, die wir ja eigentlich gerne für uns beanspruchen würden, für uns Alte eigentlich eine so brisante Angelegenheit, weil wir wissen, was passiert, wenn der Wind sich dreht. Das heißt, das war mal so eine Sache, wo wir, und Autonomie, die andere wichtige Geschichte mit keine Koalitionen, mit männlich dominierten oder mit Parteien zum Beispiel, weil die immer sehr neidisch auf die Frauenbewegung war, weil wir so lebendig waren. Wir haben unglaublich viel geleistet. Das ging nicht nur Papiere bei uns immer raus, wie bei den anderen, sondern es kamen wirklich Projekte dabei raus. Und die versuchten dann immer wieder, der KBW zum Beispiel, uns zu übernehmen, sozusagen. Das heißt, die Autonomie war damals immer gefährdet und immer schwer umkämpft. Dann gab es noch den Separatismus der Lesben. Das war so eine Phase, so 5 Jahre. Die Lesbenpresse war so ein bisschen in der Richtung. Das heißt, da gingen schon welche nach Australien und haben Land gekauft, damit wir dort einen Lesbenstaat aufbauen können. Also auch so, ich würde sagen, also damals schon, naja.
diese vielen Feminismen, die du beanspruchst, ich habe meine Zweifel, ob es wirklich viele Feminismen gibt. Ich habe es eigentlich anders verstanden. Für mich ist Feminismus wirklich ein Kampf gegen das Patriarchat und nicht Befindlichkeiten in kleinerem Rahmen, sondern wirklich das System in Frage stellen, das Patriarchat. Und die Frage, welche Themen habt ihr denn damals so bearbeitet? Da fiel uns, ich habe mit Silly gesprochen darüber, nichts ein, weil es waren alles feministische Themen. Also das heißt, wir haben überall plötzlich als Frauen um uns geschaut und gesehen, dass es überall Arbeit für uns gibt. Wir sind ja nachher auch zu Ende gekommen mit unserem Studium, sind in die Berufe reingegangen. Wir haben die Gynäkologie zum Beispiel auf den Kopf gestellt. Also da hat sich unendlich viel nachher bewegt. Das ist nachher nicht mal als Feminismus groß erkannt worden, aber die Leistung ist einfach da. Oder die Justiz, da musste sehr viel getan werden. Oder die Verhältnisse in den Frauenhaftanstalten. Wir haben zum Beispiel von Anfang an uns mit den Frauen in den Haftanstalten solidarisiert und uns um sie gekümmert. Das heißt, ganz gewöhnliche Frauen, die halt Mörderinnen, die einen guten Grund hatten, halt einen Mord zu begehen. Manchmal, also in ihrem, Frauen machen ja Beziehungsmorde und nicht so sehr aus Habgier zum Beispiel. Wir haben uns um die gekümmert, die auch aufgenommen, die unterstützt und so weiter und dabei auch gelernt, wie die Verhältnisse sind. Natürlich waren viele unsere Freundinnen auch in der Lehrterstraße, saßen die da ein. Und auch einige aus dem Frauenzentrum später. Die sind halt dann zum 2. Juni rübergegangen, weil es ihnen da irgendwie wichtiger schien. Dass die Diskussion, ob bewaffneter Kampf nicht wichtiger ist, das war auch eine Diskussion, die in jeder WG geführt wurde damals. Okay. Ja, vielen Dank nochmal auch für den Eindruck, wie Staat wahrgenommen wurde. Also ich erinnere jetzt auch selber dich, also wie viel Diskussionen wir in den späten 17, anfänglichen 80ern auch geführt haben, wie faschistisch dieser Staat noch ist. Also was manchmal, wenn ich mit jungen Frauen diskutiere, ein bisschen ferner scheint. Ja, ich würde nochmal gerne so die Rahmenbedingungen und Kontext heute, jede Zeit ist geprägt auch durch ihr Umfeld. Heute Turbokapitalismus, Digitalisierung, Globalisierung. Wie zeigen sich da die Handlungsmöglichkeiten für feministischen Aktivismus? Und die Frage, ist im Kern das geteilte Gemeinsame der Kampf gegen ein unterdrückerisches Patriarchat, ja, oder ein System, was Herrschaftsbeziehungen produziert, und gibt es dann die vielen Feminismen? Ist das was ist der Teil für ein mögliches Wir? Und oder ist das gar nicht mehr so denkbar, ein feministisches Wir? Magda. Ja. Das ist in der Tat, glaube ich, eine riesengroße Frage. Ist es denkbar, dieses feministische Wir? Ja. Also wo fange ich da an? Also ich glaube, dass immer mal wieder punktuell Viere, die Mehrzahl von Wir, möglich ist. Darüber sprechen wir heute ja auch, über Bündnisse. Aber ein feministisches Wir, was zum Beispiel auf ein Wir Frauen, Dankeschön für das Wasser, Wir Frauen beruht, ohne zu definieren, wer als Frau gemeint ist auch, ist zum Beispiel eins, wo ich mich nicht einfach widerspruchsfrei drunter stellen würde. Was nicht heißt, dass das irgendwie Bündnisse immer verunmöglicht, aber ich glaube, dass Bündnisse punktuell möglich sind und größer und komplexer gedacht werden müssen. Also großes feministisches Thema ist zum Beispiel auch gerade die terroristischen Anschläge gegen die Geflüchtetenheime zum Beispiel. Würden vielleicht einige Leute nicht als klassisches feministisches Thema sehen, ne? Weil irgendwie Abtreibung, Reproduktionsrechte, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen, Vergewaltigung einfach natürlich irgendwie so ganz klassische feministische Themen sind, aber Bündnisse breiter zu denken, auch in Communities zu denken, wo man vielleicht selber gar nicht aktiv ist. Und da können immer mal wieder punktuell Wirs entstehen. Ich bin gar nicht gegen ein Wir, ich bin total für Bündnisse, deswegen bin ich heute auch gekommen. Ich bin für Bündnisse aller Art, aber halt nicht für bedingungslose Bündnisse. Klar ist es okay, wenn eine Gruppe
sich abspricht und sagt, das sind unsere politischen Ziele. Und das muss nicht identitär irgendwie, noch näher, okay, das muss nicht identitär passieren. Also wir müssen nicht uns unter wir Frauen zusammenfinden. Das kann man machen, ich bin gar nicht dagegen. Das kann jede Gruppe für sich selbst entscheiden. Ich bin nicht dagegen oder dafür, sondern ich sage einfach nur, ich mache nicht bei jeder feministischen Gruppe mit, weil mir nicht jede feministische Forderung vielleicht gefällt. Also wir haben vorhin schon darüber gesprochen und das fand ich schon, wir beide haben darüber schon kurz gesprochen vorhin im anderen Raum. Da hast du mich gefragt, ob es heute dann noch diese großen Frauenpartys gibt oder nicht Partys, sondern Frauenfeste, genau. Na klar gibt es sowas noch, aber ich zum Beispiel, ich persönlich, ich als eine Aktivistin quasi meiner Generation, ich bin viel in queer-feministischen Kontexten unterwegs. Da bin ich dann zum Beispiel auf Frauen-Lesben-Trans-Partys. Als Orte. Da gibt es andere Politiken, was Geschlecht angeht. Und das sind keine besseren oder schlechteren Orte. Da passiert auch viel, was nicht cool ist. Ich würde es aber jetzt nicht als irgendwie Verlust beschreiben, dass ich dann vielleicht nicht immer an Frauenorten bin. Ich bin auch häufig in Frauenkontexten unterwegs und fühle mich da mal mehr oder mal weniger wohl. Ich fühle mich auch nicht auf allen queerfeministischen Festen wohl. Und das hat auch noch andere Gründe. Zum Beispiel Körpernorm ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also ich würde nicht in so einem krassen Wir festhalten, was zum Beispiel an Identität geknüpft ist. Sondern ich gucke ein bisschen mehr nach Politiken und auch nach Wohlfühlräumen. Das klingt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, harmoniebärchenmäßig oder hippiemäßig. Ich gucke, in welchem Raum ich mich wohlfühle. Meistens für mich persönlich bedeutet das, da sind keine Cis-Typen dabei. Also da sind keine Typen dabei. Meistens einfach nicht, weil ich mich da nicht so wohlfühle. Es kann aber trotzdem auch mal Kontexte geben, wo Typen dabei sind und ich sage, dafür will ich aber kämpfen. Okay, lohnt man das doch noch mal ein bisschen weiter. Also, weil es ist ja wichtig. Also, was ist die Grundlage für ein gemeinsames Handeln? Du sagst politische Ziele. Ja? Also wir müssen gucken, was sind die politischen Ziele, die definieren, und das ist die Grundlage, nicht identitäre Politik. Also ich als, ja, oder nicht zwangsläufig. Aha. Aha. Okay, Christina, wie ist das für dich? Würdest du sowas sehen wie ein feministisches Wir und wenn die begründen? Ich muss sagen, wenn mal eine Demo ist, zum Beispiel jetzt der CSD-Marsch der Frauen in diesem Jahr, vom Historischen Museum aus durch die Innenstadt, hat mich überwältigt, diese Masse an Lesben und Motorrädern, und es war toll. Und ich habe nur eine einzige Frau gesehen, die ich kannte, und keiner von meiner Generation ist keine gekommen. Wir treffen uns dann so, bitte? Ja gut, von meiner Generation, von den Fossilien, wir sagen dem Fossilientreffen machen wir, also eben schon älter, und die kommen nicht. Also das heißt, wir haben auch ein Problem, dass die Frauen meiner Generation und des Beginns des Frauenzentrums alle wahnsinnig beschäftigt sind, also und einfach nicht mehr dazu zu bringen sind. Ich bedauere das. So. Das andere ist, dass ich glaube, dass wir eine Information, also ich könnte mir vorstellen, natürlich Bündnisse mit jungen Feministinnen, natürlich. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das automatisch stattfindet, wenn wir ein bestimmtes Ziel haben, wo wir sagen, ach ja, du kommst da mit und ich komme da auch mit, weil das stimmt einfach. Und dann treffen wir uns auf der Demo oder so. Der Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, die Informationsstrukturen fehlen. Die generationenübergreifenden Informationsstrukturen. Entweder habe ich sie noch nicht entdeckt oder wir sollten sie jetzt mal einrichten, sodass die Alten erfahren, was die Jungen machen und einfach auch mal mitgehen. Wenn das alles im Netz stattfindet, in hochaufregenden Twitter-Sachen, dann kriegen wir das auf dem Land nicht mehr mit. So. Okay, also ich höre jetzt richtige Möglichkeiten. Magda, genau, wir brauchen dich jetzt. Also wie kriegen wir das? Also wie gestalten wir denn diese Räume? Das ist ja die Frage. Ne? Also was ist die Perspektive? Ist über politische Ziele. Ja, über politische Ziele gibt es Gemeinsamkeiten und
Allerdings muss man sich dazu erstmal irgendwie finden. Ja, was können wir da tun? Na, ich kann mal ein konkretes Beispiel nennen, wo ich finde, das ganz gut klappt. Mhm. Seit 2008 gibt es in Berlin, aber auch in anderen Städten in Deutschland, diese sogenannten Märsche für das Leben. Das sind Demonstrationen, initiiert von Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern, wo sehr viele rechte Menschen mitlaufen, also rassistische Parolen nicht selten sind, dass natürlich Homo- und Transfeindlichkeit nicht weit sind. Also das sind krasse Demonstrationen, wo in diesem Jahr, glaube ich, sind da 4.000 oder 5.000 Menschen auf Berliner Straßen demonstriert. Seit 2008 gibt es die Gegendemonstration dazu. Die hat angefangen, relativ klein, aus queerfeministischen Kontexten wirklich, da hat sich hat sich eine Gruppe gebildet, Plakate gemacht, das über verschiedene Netzwerke verteilt. Da kam immer nur so, wenn es hochkommt, kann ich mich erinnern, 200 GegendemonstrantInnen, ja. Das ist schon massiv, wenn bei so einer riesigen Demonstration, wo es um reproduktive Rechte geht, 200 GegendemonstrantInnen kommen. Weil ich glaube, Leute denken, dass, Abtreibung ist ja legal, ist es nicht, wenn man ins Strafgesetzbuch guckt. Aber das muss man halt irgendwie auch wissen. Ne? Es ist so geduldet in Deutschland. Und da hat sich in den letzten Jahren etwas entwickelt, was ich gut heiße. Da ist nämlich parallel zu diesem Bündnis, das heißt What the Fuck Bündnis, und ich glaube, es hat auch noch mal einen anderen Namen, 1000 Kreuze in die Spree. So fing es, glaube ich, an, weil die Abtreibungsgegner so Kreuze gehalten haben, weiße, und dann haben halt Queerfeministinnen versucht, die Kreuze zu stibitzen und in die Spree zu werfen. Und ich glaube, so war der erste Slogan, 1000 Kreuze in die Spree. Und in dem Jahr, wo auch der Papst in Berlin war, auch nicht bekannt für seine feministischen Positionen, ist dann, glaube ich, das What the Fuck Bündnis entstanden. Genau. Und vor 2 oder 3 Jahren hat sich das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gebildet. Und das ist ein Bündnis, da werde ich zwar immer wieder korrigiert, aber es ist schon so, da sind viele linke Frauen drin, die auch parlamentarisch organisiert sind, Politikerinnen, Leute, die eher so ein bisschen aus der Politik kommen, also aus der parlamentarischen Politik. Und nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer zwangsläufig was mit Aktivismus im Sinne von wir organisieren eine Demo oder so zu tun haben. Yeah. Die beiden Bündnisse haben es nicht immer so leicht miteinander, weil es, glaube ich, schon auch unterschiedliche politische Positionen gibt. Aber sie rufen zumindest jedes Jahr gemeinsam zu dieser Gegendemonstration auf. Und das heißt, im letzten Jahr waren, in diesem Jahr, es hat ja gerade im September wieder stattgefunden, waren, jetzt müsst ihr mir, glaube ich, ein bisschen helfen mit Zahlen, 2000 Leute, 2000 GegendemonstrantInnen da, und das ist natürlich eine große Nummer. So, und ich finde, das sind jüngere Queerfeministinnen, die sich als queerfeministisch und antifaschistisch verstehen, und in dem anderen Bündnis sind auch jüngere Frauen dabei, aber halt auch ältere Frauen, wie zum Beispiel Gisela Notz, Historikerin, ganz prominent dabei. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, wo Menschen irgendwie sagen, wir möchten auf die Straße gehen, wir möchten nicht, dass diese Parolen irgendwie, sie bekommen schon einen großen Platz, aber wir möchten, dass da irgendwie Gegenwehr zu sehen ist. Würde ich als ein ganz gelungenes Beispiel verstehen. Und jetzt nochmal, um es zu verstehen, was sozusagen was den Erfolg gebracht hat. Ja, ist ein gutes Beispiel. Und Christian hatte gesagt, ja, aber wenn das eine immer nur im Netz ist, so, genau, wie hat das denn geklappt? Genau, ich würde sagen, weil die Verbindung ist von, natürlich wird sehr viel in sozialen Netzwerken dafür Werbung gemacht, aber Frauen, die aus der parlamentarischen Politik kommen, haben halt auch Netzwerke, die vielleicht jüngere Frauen nicht haben, weil sie noch gar nicht da drin sind, die in Parteien aktiv sind und dann ihre Parteifreundinnen anschreiben und sagen, hey, mach doch mal ein Statement auf deiner Homepage oder mach doch mal eine kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus, sodass das irgendwie auch Publicity bekommt. Leute, die Kontakte haben zu Journalistinnen, sind ja auch nicht alle Menschen, die irgendwie solche Kontakte haben, haben Kontakt angeschrieben, dann wurden dann halt in diversen Medien darüber geschrieben. Und das sind natürlich dann größer angelegte Bündnisse von Feministinnen aus unterschiedlichen politischen Kreisen. Und dann kann es passieren, dass dann wie dieses Jahr 2000 Leute auf die Straße dagegen gehen. Und das würde ich erstmal als Erfolg verstehen. Auch wenn es nicht heißt, dass da irgendwie, natürlich gibt es trotzdem auch noch Streit. Also, und ein Streitpunkt ist ganz klar, wenn irgendwie das Bündnis sagt, für Frauenrechte, da würde ich halt sagen, ich würde es eher Menschenrecht nennen, weil Frauen sind nicht die einzigen Menschen, die Kinder bekommen können. So. Mhm. Gibt auch Transmänner zum Beispiel, die Kinder bekommen können. Und da würde ich dann zum Beispiel eine andere Perspektive einbringen. Aber das Ziel war erstmal, dort massiv die Abtreibungsgegner zu stören. Und das ist gelungen und das finde ich gut. Okay. Gut. Jetzt
Ich würde noch mal fragen, Mittel, Formate, Methoden, ja, also das ist ja so ein bisschen angeklungen, also viel, viel Netz, aber dann gibt es auch in echt auf der Straße und es gibt unterschiedliche Vielfalt unterschiedlicher Akteure, Akteurinnen, die unterschiedliche Formen der Vernetzung benutzen, auch unterschiedliche Medien der Artikulation benutzen und du sagst, also wenn es denn gelingt, da irgendwie so Synapsen kurz zu schließen, dann kann da ein Mehr entstehen, ja? Also was jetzt allerdings nicht das Hindernis schon allein automatisch umgeht, dass um die politischen Themen auch gestritten werden muss, um die Ziele zu definieren und dann einen Konsens zu finden und sagen, was ist der gemeinsame? Ja? Würdest du denn jetzt nochmal geguckt sozusagen auf die Situation früher, würdest du sagen, es gibt was, was man aus der Zugehörigkeit zu deiner Generation und deinen Erfahrungen ganz besonders lernen kann, wenn du zurückguckst, also wo du sagst, so, das habe ich mir, das war wichtig für mich, das habe ich mitgenommen, das war ein ganz, ganz, ganz wichtiges Lernerleben und das hat oder beeinflusst auch mein politisches Engagement? Super Frage. ich glaube, was ich gelernt habe von den Generationen vor mir, erstmal, dass es leider irgendwie fast jeden Tag wichtig ist, zu kämpfen und dass die Themen immer präsent sind, der Kuchen nicht gegessen ist. Und zweitens habe ich gelernt, dass mein Blick auf die Welt und mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich in der Welt mache, trotzdem partikular sind. Also ich verstehe mich als Frau, ich bin eine queere Person, aber trotzdem sind die Erfahrungen, die ich mache, nicht universal. Und das ist ein wichtiges Wissen, weil ich dann nämlich auch nach links und nach rechts gucke, was erfahren meine Mitstreiterinnen und wo lohnt es sich da auch nochmal hinzugucken und welche Kämpfe können wir gemeinsam machen, auch vielleicht Kämpfe, die mich nicht angehen. Nicht angehen schon, aber nicht betreffen. Und das sind, glaube ich, zwei wichtige Dinge, die ich für mich mitnehme und versuche in meiner politischen Praxis umzusetzen. Christina, wenn du auf das Thema Bündnisse guckst, also man muss sich schon begegnen können, hast gesagt, es darf nicht nur im Netz sein. Wo siehst du da Möglichkeiten, auch für ein generationenübergreifendes Zusammenspiel? Was braucht's? Wie muss das aussehen? Also, ja. Wir haben am Küchentisch spontan gesagt, es gibt ja, sagen wir mal, euren Block, also Mädchenmannschaft, und es gibt jetzt als Gegensatz dazu Fembio oder sowas, also von älteren Damen so ungefähr. Das sind eben, wie wäre es, wenn man sich da mehr austauschen würde? Das heißt, wenn die Älteren bei euch mitschreiben, die haben eine ganz andere Meinung und ihr könnt ja da ordentlich gegengeben. Und ihr könnt aber auch bei Fembio oder entsprechend euch äußern, sodass da mehr Austausch über die Generationen hinweg stattfände. Wäre das, also das ist ja, uns ja? einfach so als praktisches ja. eingefallen. Also sowas gibt es auch schon. Ich habe zum Beispiel mal eine Weile für L-Talk geblockt. Ich glaube aber, L-Talk gibt es heute nicht mehr. L-Talk ist dicht verbunden mit Connys Lesbenseiten. Die gibt es auf jeden Fall noch und ist sehr aktiv. Ich habe ab und zu mal einen Beitrag, immer wenn es so lesbenpolitisch war, auch dort veröffentlicht. Obwohl der Blog sich, glaube ich, nennt L-Talk für Lesben ab 40 oder 50. Weiß jetzt nicht, ob ich falsch zitiere. Also so, es gibt so eine Verbindung und ich glaube, von mir aus gibt es immer ein ganz großes Interesse da, gemeinsam etwas zu machen, soweit man sich politisch auch einig ist. Ne? Ich muss ja nicht mit irgendwie einfach... Muss man sich denn politisch einig sein? Na, ich glaube, das ist eine gute Frage. Man muss sich nicht politisch einig sein, aber ich für mich und mein Wohlbefinden möchte das. Das ist für mich einfach, ja, da kann man ein bisschen drüber schmunzeln, aber ich habe einfach für mich irgendwann eine Entscheidung getroffen und ich war schon in einigen Politgruppen und habe schon einiges organisiert, dass ich mich in den Politgruppen, und das kann ja auch ein Blog sein, also die Mädchenmannschaft verstehe ich als meine Hauptpolitgruppe, wir haben ja virtuelle Konferenzen, ich möchte mich wohlfühlen in diesem Kollektiv, in dem ich Politik mache. Und dieses Wohlfühlen ist auch daran geknüpft, dass wir bei einigen politischen Perspektiven, die mir sau wichtig sind, einfach so Pi mal Daumen Konsens haben. Das heißt nicht, und das könnt ihr aber auch jetzt alle twittern und facebooken, auch die Mädchenmannschaft streitet sich und brüllt sich an in unserer Facebook-Gruppe. Aber wir haben politischen Konsens in wichtigen Dingen, die uns irgendwie bewegen. Und ich habe für mich einfach entschieden, dass mir das wichtig ist. Ich gehe trotzdem immer mal wieder an Kontexte, wo ich weiß, okay, heute kann das knallen und gebe da total gerne meine Meinung wieder. Aber das heißt für mich
Das sind dann mal so Einzelveranstaltungen oder so. Wenn ich mich langfristig engagiere für ein Projekt, möchte ich da einfach mich wohlfühlen. Ich finde das wichtig. Ich meine, ganz kurz, das ist ja sofort. Ne? Also ich will das nur noch mal kurz, ne, um es festzuhalten, weil das war ja jetzt auch der Versuch, also ich stelle mir das vor, es gibt unterschiedliche Räume und unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Kontexte, denen man sich zugehörig fühlt, wo man sagt, so da bin ich politisch richtig, wo auch immer. So, und dann gibt es dann da auch so ein bisschen definitorische Überflugrechte, wo man sagt, das ist der politische Konsens und der ist wichtig. Und jetzt war ja Christinas Idee zu sagen, so, jetzt laden wir uns mal wechselseitig zu nach Hause ein. Ja? Also ich gehe mal auf deinen Blog und denk da mal rum und dann kommst du auch mal zu mir an meinen Küchentisch oder was das auch, ne, wo auch immer der Ort ist, und dann hören wir dir zu. Und jetzt müssen wir darüber, ne, jetzt habe ich gesagt, wieso denn, müssen wir uns denn da verstehen? Streit, ne, warum denn das nicht? Ne? Können wir das noch ein bisschen ausloten, Christina? Wie viel Gemeinsamkeit ist denn nötig und wann würdest du sagen, braucht es eine Einladung und wo wärst du verführt, dich auch mal selbst einzuladen? Ja? Ich war jetzt immer noch an diesem Küchentisch. Ja. Ich habe ja, aus dem Publikum kam ja eine starke Reaktion, als ich sagte, wir brauchten eigentlich die Strukturen, damit generationenübergreifend etwas passieren kann. Ich denke, das wäre etwas für die Murmelgruppen. Ja. Ich fände das sehr schön, dass nicht ich da weiter drüber fantasiere, sondern dass wir das gleich möglicherweise gemeinsam tun. Das wäre wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, diese Konferenz auch, an diese Sache zu stricken, was auch immer jetzt wirklich dann rauskommt. Ja. Das wäre was für alle. Sollen wir das dann, ich finde, es greift das jetzt auf, unsere Zeit ist auch da, ne? Wir lassen die anderen, jetzt haben wir hier mal genügend, ne, für die erste Runde, Schwitz, wir machen das ganz kurz, ne? Wir machen mal jetzt, laden mal die anderen ein, die da schon manchmal gelacht haben, manchmal auch unruhig geschüttelt haben, ne? Und sagen, so, wer jetzt mal in die Zukunft geguckt, eine bessere, ne, stärkere Bündnisse als heute, feministische Akteurin in ihrer Vielfalt, ja, und in ihrer unterschiedlichen Generationenzugehörigkeit auch und in ihren unterschiedlichen, ne, Selbstdefinitionen. Wie könnten denn Räume aussehen und gestaltet werden und wie könnten Formate, Methoden aussehen, um das stärker in Verbindung zu bringen. Ne? Das wollen wir genau von euch mal hören. So, und dazu lade ich euch oder Sie jetzt mal ein, einmal aufzustehen. Ist ja mit Bewegung, ich weiß, die Stühle sind aneinander. Aber steht doch einmal auf, ja? Geht einmal hoch, schüttelt euch einmal, ja, genau. Und geht doch mal durch den Raum und sucht euch zwei Personen, die ihr auf gar keinen Fall kennt, sodass ihr da vielleicht zu dritt seid, ja? Die auf gar keinen Fall schon jemals gesehen habt, die vielleicht deutlich jünger als ihr selbst, möglicherweise in einer anderen Geschlechterkonfiguration als ihr selbst, einer anderen nationalen Zugehörigkeit. Guckt mal, dass ihr möglichst jemand, wo ihr denkt, Mensch, ist vielleicht ein bisschen anders als ich selbst. Bildet doch mal Dreierrunden und findet euch. Setzt euch auf den Boden, stellt euch an die Seiten, ja, schiebt die Stühle ein bisschen auseinander und formiert euch und diskutiert mal über diese Frage. Ja. 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 Ja, was jetzt kommt. Mhm. Aber ich fand jetzt auch interessant, was wir jetzt mal haben. Aber das ist natürlich ja auch eine, find ich jetzt eine super spannende Frage. Ne? Also, weil das ist ja eine tolle Idee, dass du sagst, lass uns doch nicht immer an dem Ort sprechen, wo wir uns eh immer aufhalten, ne? Oder häufig aufhalten, sondern lass uns doch nach Räumen Ausschau halten, ja? An denen wir uns gewöhnlicherweise nicht aufhalten, wo aber andere Feministinnen unterwegs sind. Ja? Und so, und jetzt kommt dann aber natürlich das Thema. Jetzt kommt ja dann das Thema. Würdest du einwilligen? Und wann würdest du einwilligen? Ne? Ja. Ja. Ich meine, das ist ja eine richtige Frage. Darf da jede kommen? Ja. Ne?
Ja. Wenn ihr noch niemand gefunden habt, stellt euch einander vor, stellt euch zusammen. Kommen ganz viele junge Frauen, ne? Also die kommen mit dem Girls Day, ja. Und die kommen mit ihren Müttern und Verwandten, also weil zum Beispiel auch viele Verwandte ihnen Anteile gekauft haben, als Babys schon, ja, und dann führen sie sozusagen sie ein, ja, und es hat gar keinen, also es gibt auch ständig Nachwuchs an jungen Frauen, ne? Es ist ja gar nicht immer selbstverständlich und haben uns auch gefragt, warum ist das so, ne? Und also da sind die sozialen Netze, die dafür sorgen, dass die jüngeren Frauen Anteil haben schon, ne? Und dann gehen sie ihr Eigentum, ihr Miteigentum anschauen, ja? Und dann werden sie eigentlich so eine Einführung, ist das, ja? Und das ist ein, ja, ja, naja, ja. Ja, nee, ich finde das total, weil das eine wirtschaftliche Sache ist. Ja, das ist für die jungen Frauen einfach interessant. Das funktioniert, sie sehen Chefinnen und so. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Also wir können jetzt ja mal gucken, was jetzt an Anregungen aus der Gruppe kommt. Ne? Und dann können wir mal gucken, gibt es noch eine letzte Frage, wo ihr noch mal Lust habt? Wollen wir noch einmal in die Zukunft schauen? Und also gibt es irgendwie, wenn man mal auf das Thema, welche Forderungen gibt es, was sind Themen von besonderer Relevanz, aber ich weiß gar nicht, ob das so fruchtbar ist, weil es ja auch eher ne, was an den Strategien. Ja. Wer denn jetzt? Die? Ja, es steht alles so dann so nebeneinander. Ne? Naja, also ich meine. Sag mal ein Beispiel. Frauenbild mitbringen. Also genau, das ist ja. Ja. Ja, in 5 Minuten, Max. Ja.
Willst du nochmal hoch? Noch 3 Minuten, dann machen wir weiter. Ist okay? Ja? Okay. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt als letztes nochmal auf das Thema Strategien. Nicht mehr irgendwie Themenforderungen, sondern Strategien. Ne? Bleiben wir bei. Ist okay für dich? Hast du noch irgendwas, was dir besonders fehlt, wo du sagst, willst du nochmal gern drauf gucken? Ist okay, ja? Ihr seid mittendrin, ne? Du, ja, ich würde ansonsten einfach sagen, wir lassen uns nochmal inspirieren, was jetzt kommt. Ich würde auch nochmal einladen, Fragen an euch zu stellen, falls es noch Fragen gibt, dass ihr nochmal einmal Antworten gibt, ne? Genau, und dann machen wir die Ziegenkäse-Aktion. Und, ne, also die, da übergebe ich dann, genau, ganz zum Schluss kommt die Simone. Und ich finde, vorher kommst du mit dem Ziegenkäse. Der Ziegenkäse muss sein, weil der ist eine Initiation. Das ist ein Ritual, ja. Genau, du sagst jetzt, ne? Genau, ja. Hast du es dabei? Ach so, das sagen wir dann nochmal. Ja, ja. Und was kostet das jetzt hier? 15 Euro, okay. Ja. Geht? Okay. Kommt langsam zum Ende. Schaut, bitte, noch 5 Minuten. Ja, es gibt hier, gut, es gibt hier noch Wunsch nach 5 Minuten. Geht es den anderen auch so? Hier aus der Reihe, noch 5 Minuten wurde gewünscht. Ist das okay für euch dort? Ja? Okay, wer sagt, mir reicht's in der Konfiguration, geht ruhig nochmal bummeln und schließt sich einer anderen Gruppe an. Geht mal hummeln. Ja, dann machen wir noch 5 Minuten und dann gucken wir mal wieder zusammen drauf.
much like the innovation in the company. Yes, you have my card. And no, if I have your card, I can send you one meeting in October in Tunisia. It's the committee of the women board, the farm chef d'entreprise. I will send you. Maybe you are interested. Thank you very much. Bye bye. Thank you. And for Madame? I don't have a card, I'm sorry. It's okay. So, jetzt probiere ich es nochmal, euch aus den Gruppen. Ich sehe schon, die Leidenschaft ist in den kleinen Gruppen. Ich versuche euch jetzt nochmal wieder dazu zu bekommen, doch nochmal gemeinsam zu schauen. Vielleicht findet ihr ruhig in euren Gruppen einen Platz im Raum. Guckt euch nochmal an, sagt einmal vielen Dank und, ja, und tauscht, genau, und tauscht. Falls ihr jetzt schon wollt und mögt, ruhig eure Karten. Ja? Merkt euch, mit wem ihr gesprochen habt. Es gibt auch im Anschluss noch eine Pause und kann weitergehen. Aber jetzt noch mal einmal zusammen, weil wir sind auch ganz neugierig und ihr seid vielleicht auch neugierig aufeinander, was jetzt besprochen worden ist.
und welche Anregungen kommen? Ich glaube, ich bin jetzt... Du schreibst mit? Du schreibst alles mit. Okay. So, Magda hat gesagt, sie schreibt alles mit und twittert es im Anschluss. So, also, das nennt sich feministische Arbeitsteilung, ja? Gut, dann hören wir mal ein bisschen rein. Jetzt muss ich mal gucken, wer hat denn hier Mikros, damit wir mal aus dem Raum hören können, was so in den Gruppen bewegt hat, besprochen wurde, was an Ideen vielleicht auch für, Moment, an Ideen für Bündnisse und an Ausgestaltung von Wegen und Formaten und Methoden entstanden ist. Da ist einmal, dort ist ein Mikro. Ein Mikro gibt's? Eins, okay. Genau, wir könnten sonst auch noch eins von vorne kriegen. Ich guck mal, wir wollen mal so ein bisschen reinhören. Wer hat denn mal Lust zu erzählen, was euch umgetrieben hat oder welche Ideen ihr entwickelt habt? Die junge Generation meldet sich schon. Hier vorne jemand? Ihr kriegt ein Mikro. Lasst uns teilhaben. Nein, das verraten wir jetzt nicht. Ja. Idee. Ja, ihr traut sich. Hier gibt es genau. Danke. Ich war mit 3 jüngeren Frauen in der Gruppe und ich habe viel geredet, zu viel. Aber was ich da gesagt habe und auch jetzt sagen möchte, dass ich sehr positive Erfahrungen damit gemacht habe, mit verschiedenen Generationen, muss ich da schon sagen, wenn das gezielt organisiert war. Zum Beispiel Lesbenwoche in Rostock, Podiumsdiskussion, wo total tolle, ganz junge Lesben waren, die sich sonst in Queer-Zusammenhängen aufhalten und sich erstmal nicht von Lesbenwoche angesprochen fühlen. Bei Veranstaltungen von Gisela Notz im Beginnhof, die gar nicht gezielt an Frauen, sondern an Menschen gerichtet sind, wo die Themen einfach hergeben, dass sich da junge, alte, mittel, links, nee, rechts nicht, aber und Lesben und Nicht-Lesben treffen. Und es gibt eine feministische Frauenkneipe, Stören Frieda, in Neukölln einmal im Monat, die fantastische Veranstaltungen machen, wo sich ganz junge, ganz tolle, fit und ganz alte, wir ganz alte und noch ältere irgendwie mehr oder weniger regelmäßig treffen. Und das Tolle daran ist auch, da wir uns da begegnen, und das sind zwar da auch Veranstaltungen, aber manchmal nur Kneipe und wir spielen da nur Karten oder Quirkel, dass wir uns dadurch vom Sehen kennen und auch dadurch bei anderen Veranstaltungen oder Demos irgendwie zueinander finden. Und Stören Frieda. Ja, tolle Seite im Internet und einmal im immer letzte, nee, 4. Donnerstag, glaube ich, ne? 4. Donnerstag im Monat ab 20 Uhr in Neukölln in der, ich glaube, Jonasstraße. Aber die sind auf jeden Fall im Netz. Im Netz. Mhm. Ja, super. Vielen Dank erstmal für die Anregung. Also gezielte Organisation und es gibt Städten, an denen es schon stattfindet und auch einzelne Akteurinnen, die es organisieren. Hier war jetzt noch eine Meldung, genau, vielleicht gleich weitergeben und dort von mir aus gesehen auf der linken Seite in der 3. Reihe. Ja, aber erstmal hier, ja? Vielleicht stehen Sie ruhig auch, sagen Ihren Namen. Okay, also mein Name ist Inga Höfer und ich war in einer Gruppe mit Zilli Rentmeister und mit Fendra Ben Fatel. Und ich bin extra auf Fendra auch zugegangen, denn ich denke, was neben dem Generationendialog genauso wichtig ist, ist der Dialog zwischen Women of Color und Black Women of, oder Black People. Und das ist auch eine Gruppe, die hier sehr stark fehlt. Und deswegen, ich denke, beide Dialoge sind wichtig. Also nicht nur der Generationendialog, sondern auch der Dialog zwischen Women of Color, People of Color. Mhm. Genau, Mikro einmal nach vorne. Zilli. Ich möchte es nur ergänzen. Zilli Rentmeister, ja. Das war unser Einstieg. Ben Fadel.
Sikra, eine Architektin aus Tunesien, aus der tunesischen Gruppe auch. Und was wir dann aber gelernt haben, das hatte mit der Generation nicht so viel zu tun, aber es war ganz toll zu lernen, dass es eben dieses Projekt gibt, La démocratie a besoin des femmes, die Demokratie braucht die Frauen. Und in Tunesien ein Gesetz gibt, dass 50% Frauen, 50% of women, I understood right, okay, 50% Frauen sollen in der Kommunalpolitik vertreten sein. Das ist ein Gesetz und wie wir wissen alle, ein Gesetz muss erstmal leben werden. Ja, wunderbar. Und es werden dort in 6 Städten zurzeit sind Frauengruppen gegründet worden, die sich um die Realisierung kümmern. Sie gehen zu Fortbildungen und sie tauschen sich über all die Themen aus, die uns früher bewegt haben. Und die uns heute, glaube ich, bewegen und wie man sieht, die Frauen international bewegen und verbinden. Alle diese Themen von Gewalt, aber auch bis zur Architektur, wie man Lebensräume schön und angenehm und wohlfühlmäßig gestaltet für Frauen und Männer natürlich. Das war unser Thema. Vielen Dank. Vielen Dank, Sili Rentmeister. Je parle en français et c'est Madame Cecilia va vous traduire en anglais. Mm-hmm. Voilà, donc voilà, pendant la pause, j'ai discuté avec une jeune allemande et moi d'une autre génération. Je viens du sud, de rive sud de la Méditerranée, la Tunisie. Donc, genau, also ich übersetze, was Amel Boulila sagen wird. Sie kommt aus Sfax und gehört auch zu der Gruppe. In der Pause habe ich mit einer jungen Frau gesprochen. Also ich komme aus dem Süden, sie aus Deutschland. Voilà, donc bon, pendant la discussion, on a parlé. J'ai répondu à quelques questions. Donc quand je lui ai dit que l'avortement en Tunisie c'est légal et en plus que pour la rémunération est aussi égale entre hommes et femmes, donc elle était bon, mais elle a dit bon, probablement j'ai un préjugé, c'est pas la religion et l'islam. J'ai dit bon, voilà, donc vous voyez que on se connaît pas très bien. Ich habe also viele Fragen beantwortet, erzählt unter anderem, dass die Abtreibung in Tunesien legal ist, dass Männer und Frauen auch dasselbe verdienen. Und dann sagte diese junge Frau, ach Mensch, also da hatte ich vielleicht ein paar Vorurteile und ich dachte eben, dass die Religion vielleicht eine größere Rolle spielt. Und ich habe einfach festgestellt, Mensch, wir müssen einfach viel mehr voneinander erfahren und wissen. Voilà. À la fin, donc, puisqu'elle est jeune, elle maîtrise bien les nouvelles technologies, elle est d'accord aussi que le féminisme doit être, avoir une vision plus large. Donc, il y a des injustices partout dans le monde et parfois on voit que les problèmes, par exemple, de vous, Magda, donc ce n'est pas le problème, par exemple, d'une autre dans un autre pays où elle ne va pas à l'école. Vous avez eu votre master, vous voyez, donc il y a déjà une échelle de problèmes. Donc nous soyons des citoyens de monde et le monde ira mieux parce que le problème est là et c'est plutôt la mondialisation, c'est plutôt économique et a laissé tout ce qui est humain, presque tous les pays ont signé la convention de la charte, mais on ne suit pas parce que là on est dans la... Dans cette euphorie économique et vraiment c'est catastrophique pour tout ce qui est culturel et l'humanité et la valeur humaine dans le monde. Et merci. Also ich fasse zusammen, es ging eben darum, dass man eben Feminismus auch weit denken sollte und dass wir einfach gucken sollen, welche Werte, was uns verbindet. Und wir sind alle Weltbürgerinnen und das ist eben, worauf es ankommt. Wir erleben gerade Zeiten so mit der Globalisierung, mit vielen Krisen. Und genau, wir sollten uns darauf ankommen lassen, eben wir sind Weltbürgerinnen und das verbindet uns einfach. Ja, vielen herzlichen Dank. Also der Dialog nochmal, ja, viel weiter rausgehen und da wechselseitig Fragen stellen. Vielen Dank zwischen den Ländern. Ich gucke nochmal ins Publikum. Gibt es noch Lust, aus den Gruppen zu berichten? Okay, hi. Wenn Magda das nicht macht, mache ich es. Ich arbeite im Frauenkampftagsbündnis mit
Und das Bündnis hat sich ja gegründet, um diese Vereinzelung der feministischen Strömung und so ein bisschen was entgegenzubringen und wieder zusammenzuführen, zumindest mit dem Ziel, am 8. März gemeinsam auf die Straße zu gehen. Beim ersten Mal 5.000, beim zweiten Mal 8.000 Leute. Ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Wir haben von den ganzen Vereinzelungen, glaube ich, vor allen Dingen den Generationsbruch als erstes Bündnis wirklich wieder versucht zu schließen und das sehr erfolgreich. Also wir haben eine Spannbreite von 16 bis, ich glaube, 76. Und das funktioniert. Bei den anderen Sachen, gerade wenn es um verschiedene Ethnien, Kulturhintergründe und so weiter geht, das ist wesentlich schwieriger, muss ich sagen. Ich finde, es geht aber, gerade wenn es bei Generationen geht, viel um Kommunikationsunterschiede. Also ich merke, meine Generation hat eine andere Form von generell miteinander zu reden, miteinander zu kommunizieren. Was ist Konsens, was ist Rücksichtnahme, was ist mein Anspruch von gegenüber? Die ältere Generationen haben da ein bisschen mehr dieses, teilweise wirkt es rabiat, teilweise ist es mehr dieses, jetzt spricht doch mal Mädel, das ist eine sehr fordernde Kultur, die da manchmal mit reingebracht wird. Das ist eigentlich, abgesehen von dem einen oder anderen Unterschied zwischen den Themen, dann doch eine der Herausforderungen, die wir im Bündnis immer wieder gestellt bekommen, aber wir sind dran. Und es gibt diese Plattform und sie wird genutzt und da darf auch jeder, die das Lust hat, da mitzumachen, kommen. Und das andere, was für mich privat noch sehr erfolgreich war, war eben Mentoring. Ich habe seit 2010 eine Mentorin und profitiere da sehr von. Das ist speziell eine Mentorin für Feminismus. Ich kenne auch andere Tandems, nennt sich das meistens. Also sprich ältere Feministin, jüngere Feministin, man trifft sich ab und zu mal, wenn man will, man tauscht sich über Themen aus. Wenn ich einen Text schreibe, kann ich den abgeben und man Feedback kriegen. Für mich lohnt sich das viel und ich finde, es hält ja eigentlich niemand davon ab, dass man das auch auf privater Ebene organisiert. Also es wäre dann mein Anruf an die Leute, die hier sind und vielleicht Interesse haben und da gilt es bei den Jungen wie auch bei den alten Leuten, welche geben, sucht euch doch einfach wen. Okay, vielen Dank für die Beispiele und Hinweise. Jetzt gucke ich nochmal. Noch jemand Lust? Sie nochmal. Gibt es noch jemand anderen von dort hinten? Da kann ich gar nicht so gut gucken. Vielleicht geht auch das Mikro hin. Dort ist noch jemand. Ja? Ja, es dürfte ja gerne eine andere aus meiner Gruppe machen. Wir haben noch mal über die Frage, die ihr schon hattet, gesprochen. Braucht es eine Basis oder um zusammen zu oder wie viel Basis braucht es, Konsens, ne? Genau. Um zusammenzuarbeiten? Ne? Und da haben wir noch kurz drüber geredet und fanden, glaube ich, alle, dass um überhaupt eine Basis feststellen zu können, ja erstmal ein Aufeinandertreffen und eine Diskussion stattfinden muss. Und dann wäre mir das auch sehr wichtig, irgendwie weiter zu gucken, mit welcher und welchen kann ich zusammenarbeiten. Aber das, finde ich, findet oft ja gar nicht statt. Also der Schritt davor, ja, ne? Genau. Okay, ja, vielen Dank nochmal auf den Hinweis. Hier war jetzt noch jemand dort, ja, mit Schal. Ruhig auch Ihr Name oder dein Name? Ich bin Tordis, hallo. Und ich habe mit Conny und Jakob zusammen diskutiert. Und wir kamen darauf, dass wohl zur selben Zeit jetzt gerade im Zeughauskino auch der Aufbruch der Autorinnen stattfindet. Und dann haben wir uns gefragt, ob beide Veranstaltungen im Vorhinein zum Beispiel in den Dialog getreten sind miteinander. Und dass man so terminliche Überschneidungen irgendwie versucht, soweit es geht, zu vermeiden. Genau. Also hat man geredet und hat man dann gesagt, naja, organisatorisch ist es jetzt so, wir müssen das so machen, Rednerinnen und so weiter stehen fest. Oder hat man einfach gar nicht miteinander geredet? Und das wäre die Fragestellung ans Orga-Team. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns dann gefragt, ob es überhaupt so etwas gibt wie einen feministischen Kalender. Weil immerhin dieses Wort ist ja der Minimalkonsens, ob es jetzt im Plural stattfindet oder im Singular. Ich kenne den Stressi, ich kenne die Genderliste, den Reflektverteiler, ich kenne auch die Siegessäule, natürlich, also ein Minimalkonsens vielleicht. Ich kenne aber keinen feministischen Kalender, mit Verlaub. Okay, also direkt eine Antwort darauf, vielen Dank, war eine Frage und eine Anregung gleichzeitig. Magda, kennst du da was? Also es ist mir ein absolutes Herzensprojekt, was du vorschlägst und ich habe seit 5 oder 6 Jahren schon ein Konzept in meinem Kopf, es ist auch schon was niedergeschrieben, die Mädchenmannschaft plant quasi einen feministischen Kalender für den sogenannten deutschsprachigen Raum, Deutschland,
Schweiz, Österreich, sodass man da quasi raufgehen kann und gucken kann, wo bin ich heute, in Bern oder in Berlin oder in, weiß ich nicht, Mülheim oder so, was findet statt. Zwei Probleme, Zeit und Geld. Das heißt, wenn eine von euch voll gut ist im Projekte schreiben und Geld akquirieren, bitte schreibt mich an. Und vielleicht gibt es ja auch Programmiererinnen unter uns, die so ein Projekt angehen wollen. Das ist mir ein absolutes Herzensprojekt. Toll, dass du das gesagt hast. Ja, Punkt. Okay. Ja, ich frage jetzt mal, war noch eine Frage an die Organisatorinnen, nicht, oder? Ob im Vorhinein miteinander diskutiert wurde. Als zweiten Punkt würde ich aber noch gerne anmerken, dass wir, wenn es um Geschlecht und Gender geht, schon sehr weit sind, darin die Dichotomie aufzuweichen, zumindest in meinem Selbstverständnis. Aber jetzt steht da Generationendialog. Also jetzt machen wir wieder das Gleiche. In den Gruppen genauso. Sucht euch jemanden aus einer anderen Generation, definitiv jünger oder älter. Warum? Ja. Okay, also nochmal eine Frage. Ne? Also was bringt das eigentlich? Ja, okay. Gut, Anregungen und Fragen. Ich guck mal, Henning, magst du noch was zu dem Thema Kalender, Organisation, schüttelst du den Kopf, alles gesagt? Ja? Alles klar. Okay, gut. Ich gucke in den Raum. Ansonsten, finde ich, gehen wir hier nochmal nach vorne. Ja? Also schauen wir mal, Magda, Christina, jetzt was an Anregungen gekommen ist. Gehen wir nochmal in eine letzte Runde. Was an Anregungen für mögliche Bündnisse, auch Taktiken, Formate, Formen, nicht? Also es war ja ein Spektrum von sagen, so, es muss niedrigschwellig sein, nicht erst irgendwie einen dicken Konsens haben, sich mal überhaupt begegnen, um was zu finden und dann kann man ja gucken. Ja, im nächsten Schritt gute Themen, die richtig triggern. Aber es braucht, kann man ja auch immer wieder dieses Thema, es muss auch jemand machen. Ja, es passiert möglicherweise nicht einfach von allein. Also es muss jemand hingehen und man kann die Perspektive entwickeln. Ja, also die vielfachen Vielheiten der Akteure und Akteurinnen zu realisieren und dann aber auch Angebote aussprechen, die attraktiv genug sind, um ne, dann zueinander zu kommen. Ja? Und also Verbindendes auszubringen. Was nimmst du mit an Anregungen, an Vorschlägen? Was fandst du spannend? Wo bist du schon auf dem Weg unterwegs? Eine Teilnehmerin hatte gesagt, den Punkt, den ich vorhin auch schon ein bisschen stark gemacht hat, dass man ein gemeinsames Thema findet, für was man sich interessiert. Und ich kann ein konkretes Beispiel nennen, wo ich gerade mitarbeite. Ich nehme teil an einem Mentoring-Programm des Helene Weber-Kollegs. Da treffen jüngere, netzaffine Frauen auf in der Regel ältere Kommunalpolitikerinnen, die nicht so netzaffin sind. Mhm. Und der Austausch ist in dem Sinne so, dass die jüngeren Frauen die Mentorinnen sind und den älteren Frauen quasi die Lust haben, sich mit sozialen Medien auseinanderzusetzen. Die einen fragen, was ist überhaupt Facebook, was muss ich da überhaupt machen? Die nächste will dann gleich eine Social-Media-Strategie machen. Also das ist sehr divers, was da die Wünsche sind. Und dass da wirklich quasi, das ist für mich ein super gutes Projekt, wo man sagen kann, da kommen auf jeden Fall Frauen aus unterschiedlichen Altersgruppen her. Was natürlich nicht heißt, und das möchte ich schon dazu sagen, weil ich fand den Impuls auch der Teilnehmerin total gut. Ich habe 5 Minuten überlegt, ob ich zu der Veranstaltung zusage, weil ich immer meine Bauchschmerzen habe mit, da sind die jungen Feministinnen und da sind die alten Feministinnen und die jungen hocken nur im Netz und die alten nur in ihrem Frauenraum. Das stimmt einfach nicht. Es gibt super viele Feministinnen in meinem Alter, die keinen Bock haben, auf Facebook zu sein und auch nicht wissen, wie man da eine gute Sicherheitsentstellung macht. Und es gibt super viele fitte ältere Feministinnen, wie zum Beispiel Antje Schrupp fällt mir da mal ein, eine Politikwissenschaftlerin, die jeden Tag bloggt, gefühlt. Und bestimmt 20 Jahre älter ist als ich, glaube ich. Also so, dass man so ein bisschen immer versucht mitzudenken, ist nicht so einfach, in so einer Dichotomie zu denken, ne, das reproduziert dann irgendwie ganz viel. Trotzdem ist Alter eine Kategorie, die wichtig ist, weil Frauen, die 70 Jahre sind, haben eine andere Erfahrung als Frauen, die 30 sind. Das ist unbestritten. Und deswegen habe ich dieses Beispiel vorhin genannt mit diesem Mentoring-Programm. Da kommen einfach Leute zusammen. Das ist dann so ein bisschen der Rahmen gesetzt. Jüngere Frauen erklären das Netz. Aber ich als jüngere Frau profitiere auch von dem Wissen einer Kommunalpolitikerin. Weil ich habe zwar keine Ambition, in die Politik zu gehen, in die parlamentarische Politik. Da ist es mir zu anstrengend. Ist kein Wohlfühlraum.
Deswegen gehe ich da nicht hin. Schon klar, verstanden. Aber ich habe natürlich total Bock, mit solchen Frauen zu netzwerken. Mhm. Weil das sind tolle Frauen, die sind dann meistens in männlich dominierten Kontexten. Parteien sind immer noch männlich dominiert. Und ich habe totales Interesse, mit denen in Kontakt zu kommen. Also ist es ein, profitieren wir da quasi voneinander. Und das ist für mich ein super gutes Beispiel von Intergenerationsaustausch, oder wenn man das nennt. Genau. Gut, vielen Dank. Also ich finde es nochmal spannend, dass du es sozusagen auch immer wieder weich machst, dass das erstens immer aufpassen, was wird da als Gruppenzugehörigkeit irgendwie zugeschrieben und genau hingucken, wer ist da eigentlich unterwegs, ja? Und gleichzeitig aber nicht komplett negierend, dass Dinge nicht Einfluss haben, also solche Kategorien eben doch was beeinflussen, ja? Stichwort Mentoring als wechselseitiges Prinzip, ne? Das war das Votum, ne? Also in beide Richtungen lernen. Also die Idee ist schon, dass quasi die jüngeren Frauen die Mentorinnen sind und die älteren Frauen die Menti, was eine ganz interessante Konstellation ist, weil normalerweise im Mentoring-Programm ist es ja andersrum. Und das macht aber trotzdem automatisch eine Wechselseitigkeit, weil die älteren Frauen kommen mit Lebenserfahrung und mit Wissen und mit coolen Ideen, die ich noch gar nicht haben kann, weil so lange lebe ich hier noch nicht. Und deswegen kommt automatisch so eine Wechselseitigkeit rein und das ist für mich ein ganz tolles Projekt. So. Ein Pilotprojekt dieses Jahr. Wird bestimmt nächstes Jahr auch stattfinden. Ja, vielen herzlichen Dank. Christina, was nimmst du mit an Anregungen? Was fandst du wichtig? Wo denkst du nach? Oder möchtest noch weiter nachdenken? Ja. Wo bist du nachdenklich? Ja, das, was wo ich immer zurückschrecke, ist die Vorschläge, die bisher gekommen sind, 8. März oder Gegendemo gegen irgendeine Scheißdemo, ja, also das kann mich einfach nicht inspirieren. Das ist noch nicht das Ding, was mich vom Sockel oder aus dem Sessel reißt. Und wir haben auch damals frauenzentrumsmäßig haben wir uns nie auf Gegendemos eingelassen. Ich habe das mit den Männern mitgemacht, gegen alle möglichen rechten Sachen. Da hat man die Frauen in die erste Reihe gestellt. Und wir kriegten dann die Prügel ab. Also es war so, ja. Deswegen lieber für Sachen, für uns, würde mich einfach mehr interessieren als ein Datum, was... Vielleicht kann daraus was werden. So, nur so kann man es sehen. Gut, ich bin noch nicht so ganz beflügelt. Ich kehre zurück zu meinen Mädels. Ich habe nämlich einen ganzen Stall voll davon. Okay. Ich merke schon. So. Ja. Und ich mache jetzt die Überleitung. Nein. Wir machen das, aber wir machen das jetzt. Ich muss mal einmal die Simone Habel angucken, ne? Wenn wir kommen jetzt zum Ende der Veranstaltung. Ne? Ich finde, die Simone, bevor ich würde gerne das Mikrofon nochmal übergeben, weil wir haben noch was gemeinsam zu tun. Möchtest du ganz kurz sprechen und dürfen wir dann nochmal, Simone? Ja? Okay, wir geben ihr das mal. So, also ich wollte eigentlich nur ganz kurz meinen ganz herzlichen Dank aussprechen an die tollen Panelistinnen und ganz besonders an Frau Neusüß für die herausragende Moderation. Vielleicht können Sie einmal hier einen Applaus einschieben. Und hier geht es nachher weiter um 17.30 Uhr mit Feminismus trifft Behinderung zur Umsetzung der der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Genau. Vielen Dank, dass wir es doch noch mal kriegen, weil wir noch was vorhaben. Ich sage mich jetzt an der Stelle auch mal ganz, ganz herzlichen Dank, Magda Albrecht. Ganz herzlichen Dank. Einmal noch mal Applaus hier für die Damen. Sie wird twittern, ich bin sicher. Christina, ganz, ganz herzlichen Dank dir für deine Einblicke ins Damals und deine Freude über das Heute weiter nachzudenken. Und ich weiß, dass da ist jemand im Stall und da machen wir jetzt die Überleitung. Ich soll nämlich sagen, da gibt es nämlich nicht nur das Interesse, feministisch zu handeln und feministisch war es auch nie, es gab immer auch andere Interessen und da gibt es nämlich jetzt auf dem Land bei Christina eine kleine Herde an Ziegen. Und diese Herde produziert einen ganz, ganz wunderbaren, extrem biologischen, persönlich gepflegten, besprochenen, gut gewünschten, wohlgefühlten, feministischen Ziegenkäse.
Und es wird jetzt eine kleine Ziegenkäse-Verköstigung geben, weil Christina einen solchen Käse mitgebracht hat. Ja? Und in diesem Ziegenkäse steckt die Kraft, weiter darüber nachzudenken, was gute Bündnisperspektiven sind und weiter Ideen zu schmieden. Und Christina wird jetzt beim Portionieren, wie machen wir das, ne? Wir brauchen was, ja? Christina wird jetzt beim Portionieren helfen und alle, die Lust auf Ziegenkäse haben, als verbindendes Element und dann weiterdenken. Weitere Veranstaltung, Simone Haber hat es gesagt, herzlichen Dank dir für die tolle Vorbereitung. Einmal Simone auch nochmal einen richtig dicken Applaus. Ja? Ja? Und dem GWI und auch noch was in Sachen Sparen. Es gibt das Buch von Christina jetzt zu kaufen und zwar günstiger als im Buchladen für nur 15 Euro statt 25. Wer jetzt von euch Lust hat, kann zuschlagen. Auch das nochmal als kleine Werbebanner, ja? Und die Mädchenmannschaft, Mädchenmannschaft ist nicht nur ein Verein, sondern auch ein Blog. Das heißt, kommt uns besuchen. Wir updaten fast jeden Tag unseren Blog und wir freuen uns immer auf Diskussionen von allen Menschen. Okay, das war jetzt eine echte Einladung. Ja, also geht hin und macht's. Vielen herzlichen Dank euch allen. Und jetzt gibt's die Ziege und heute Abend Tanz für alle. Ja.